Hier ist der 13. Wohnungsbautag 2022. Mit der Politarena Wohnen. Spitzenpolitiker treffen auf Wohnungsbaufakten. Jetzt live aus dem Verbändehaus im Berliner Regierungsviertel. Der Wohnungsbautag, veranstaltet vom Verbändebündnis Wohnungsbau. Mit seinen 7 Partnern. Den führenden Akteuren der Bau- und Immobilienbranche. Dem Deutschen Mieterbund, DMB, der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt, IG Bau, dem Zentralverband des deutschen Baugewerbes, ZDB, dem Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, GDW, dem Bundesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, BFW, der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau, DGFM, koordiniert durch den Bundesverband deutscher Baustofffachhandel, BDB. Durch den Wohnungsbautag mit Politarena führt jetzt Anke Plättner. Herzlich willkommen zum 13. Wohnungsbautag. Ja, die 13 ist nicht unbedingt eine Unglückszahl, ist eher eine Glückszahl, dass man es so lange hier schon durchhält mit dem Wohnungsbautag. Obwohl wir natürlich nicht so ganz glücklich darüber sind, dass wir Sie wieder nur durch die Scheibe begrüßen dürfen und Sie nicht hier alle im Verbändehaus hier wirklich anwesend sind. Ja, ich darf Sie im Namen dieses besonderen Bündnisses begrüßen. 7 Verbände, die den ganzen Weg dieser Bauprozesskette abbilden. Und sie sind alle vereint in dem Wunsch, bezahlbares und auch nachhaltiges Bauen voranzutreiben. Vom Mieterbund bis zur Immobilienwirtschaft, vom Baugewerbe bis zur Gewerkschaft. Hier sind eben die versammelt, die Deutschland bauen. Man könnte sagen, gut unterkellert mit solider Investition, eine Bodenplatte aus den unterschiedlichsten Baustoffen, ein Gerüst gehalten von ausgebildeten und angemessen bezahlten Gewerken, mit Energie nach neuesten wissenschaftlichen Standards gebaut, damit am Schluss dann fröhliche Mieter einziehen können. So könnte es aussehen, das Haus des Verbändebündnisses. Wohninventur für Deutschland, bauen, umbauen, sanieren, das ist unser Thema dieses Fachforums. Ja, und was haben wir für Sie vorbereitet in den kommenden 3 Stunden? Eine Diskussionsrunde mit Entscheidern von Politik aus Bund und Ländern, eine Studie, die einen pragmatischen Weg aufzeigt, wie man klimaneutral bauen kann und den Bestand auch für neue Wohnungen nutzen kann. Trotz Fachkräftemängel. Und Vertreter der Verbände werden dann im Lauf dieses Fachforums jeweils Stellung nehmen. Und damit beginnen wir jetzt hier auch direkt gemeinsam. Hier neben mir begrüße ich ganz herzlich Dr. Hannes Zapfe. Er ist der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau. Und Michael Hölker ist bei uns Hauptgeschäftsführer Bundesverband Deutscher Baustofffachhandel. Sie präsentieren jetzt 2 der Verbände, aber Sie sprechen für das ganze Bündnis natürlich. Herr Zapf, wir sind etwas weiter als im letzten Jahr hier 2021. Inzwischen gibt es eine neue Regierung. Es hat sich einiges getan. Wo stehen wir mit dem Wohnungsbau? Ja, Frau Plättner, zunächst mal haben wir es geschafft, in den letzten Jahren immer wieder die Baufertigstellungen im Neubau zu erhöhen. Und von daher geht es ein Stück weit voran. Aber wir wissen, dass wir vor allem in den Ballungszentren nach wie vor Wohnungsnot haben, insbesondere bei den bezahlbaren Wohnungen, dass wir erhöhte Energiepreise haben, dass wir auch damit folgend natürlich höhere Baupreise haben und steigende Mieten. Von daher gibt es noch viel zu tun und deswegen sind wir auch froh, dass die neue Regierung hier für den Wohnungsbau ein eigenes Ministerium geschaffen hat und sind zuversichtlich in dieser Legislaturperiode, aber auch darüber hinaus dann auch eben weitere Steigerungen erreichen zu können. Also es ist nicht einfacher geworden und die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Herr Hölker, Sie sind Koordinator dieses Bündnisses. Was ist das Besondere an dem Bündnis und was haben Sie bewirkt? Ja. Das Besondere ist, dass dieses Bündnis zusammengesetzt ist aus Partnern von Verbänden, die im Leben draußen oft an unterschiedlichen Seiten des Tisches sitzen. Die IG Bau und das Baugewerbe oder die Mieter und die Vermieter. Und wir haben hier vor 2009 ein Bündnis gefunden, wo diese Dinge überwunden werden, weil wir ein gemeinsames Ziel haben, das uns eint, nämlich bezahlbares Bauen und Wohnen in Deutschland in den Mittelpunkt zu rücken und die Menschen, die davon profitieren, im Auge zu haben. Was haben wir erreicht? 2009 sind wir gestartet mit der Bedarfszahl von 400.000 Wohneinheiten. Die kommt aus diesem Bündnis. Die haben wir untersetzt durch verschiedene Studien.
Wir haben aber auch 2014, 2015 Transparenz in das Thema Kosten gebracht, auch mit der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen. Kostentreiber im Wohnungsbau, optimierter Wohnungsbau waren die Studien, mit denen wir damals Grundlage für die Baukostensenkungskommission geschaffen haben. Und nicht zuletzt jetzt die Thematik eben, die Dietmar Wahlberg heute darstellen wird zur Klimaneutralität. Genau, das werden wir gleich noch ausführlich hören, die neue Studie. Ihnen erstmal bisher vielen Dank. Sie haben es gesagt, es gibt eben jetzt ein Bauministerium. Das war auch eine der großen Forderungen auf vielen Wohnungsbautagen, dass eben sich das Thema Bauens ein eigenes Ministerium annehmen soll. Die Ampelregierung, die neue Koalition hat das umgesetzt. Es gibt jetzt ein Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Und wir freuen uns sehr, dass die neue Bundesbauministerin Clara Geiwitz heute hier ist und jetzt zu Ihnen spricht und Ihre Ideen für Ihre Legislaturperiode darlegen wird. Herzlich willkommen, Clara Geiwitz, Bundesbauministerin. Herzlichen Dank, Frau Plättner, und vielen Dank auch für die freundliche Vorstellung. Ich begrüße jetzt nicht alle Repräsentanten der vielen Verbände, sondern stellvertretend für das Verbändebündnis Herrn Hölker. Ich freue mich sehr über die Einladung. Es ist ja eigentlich einer der wichtigsten Einladungen, die man als Bauministerin bekommen kann. Und ich bin sehr froh, dass wir ganz am Anfang der Legislaturperiode hier bei dem 13. Wohnungsbautag uns ein spannendes Ziel gesetzt haben, nämlich wir wollen am Anfang dieser neuen Regierung schauen, wie es um den Wohnungsbau in Deutschland bestellt ist. Und zwar wollen wir das durchaus auch sehr kritisch tun. Ihr Ansinnen, eine kritische Bestandsaufnahme zu machen, finde ich sehr begrüßenswert, denn diesen Blick brauchen wir. Wir haben nämlich eine große Aufgabe zu erfüllen und da muss man sich, glaube ich, am Anfang auch erst mal ehrlich machen und schauen, wo die Probleme liegen. Für Ihre Inventur haben Sie verschiedene Fragen aufgeworfen, zum Beispiel, was muss gebaut werden, aber auch sehr spannend, was muss umgebaut werden und was muss saniert werden. Diese Fragen sind richtig und wichtig, aber ich habe auch ein paar Fragen im Gepäck, nämlich zum Beispiel die Frage, was ist unser Ziel und wie wollen wir das gemeinsam erreichen? Meine Antwort ist klar, ich möchte, dass wir es schaffen, in Deutschland gutes, bezahlbares, aber auch das ist mir sehr wichtig, klimagerechtes Wohnen in einem lebenswerten Umfeld sicherzustellen. Ich möchte zudem, dass wir ausreichend Wohnungen bereitstellen und dass diese Wohnungen den demografischen und digitalen Erfordernissen entsprechen. Und es sind Wohnungen, die den ökologischen Herausforderungen unserer Zeit gerecht werden. Der Koalitionsvertrag macht meinem Haus, der ganzen Regierung, eine sehr ambitionierte Vorgabe. Ich weiß, das wird viel diskutiert, 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Das ist eine große Herausforderung. Aus meiner Sicht sind die 100.000 Sozialwohnungen sogar noch ein bisschen schwieriger zu erreichen. Und das wird auf jeden Fall einer der großen Schwerpunkte meiner Arbeit im Haus sein. Das bringt mich zur Frage, wie sind die Startbedingungen und was brauchen wir zur Erreichung dieser ambitionierten Ziele? Die Koalition hat die Inventur, um mal im Bilde zu bleiben, ein wenig vorgezogen und mit dem neuen geschaffenen Bauministerium, auf das so viele so lange gewartet haben und was auch dank der starken Argumente der Verbände entstanden ist. Dieses neue Bauministerium, das unterstreicht ganz deutlich den Schwerpunkt der Bundesregierung in den Bereichen Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Und mein Wunsch ist es, dass es nicht nur seit 1998 wieder ein Bauministerium gibt, sondern dass wir eine Tradition wieder begründen, die lange und gute Tradition in der Bundesrepublik Deutschland eines eigenständigen Bauministeriums, auch über diese Legislaturperiode hinweg. Unter einem Dach und aus einer Hand werden wir fortan die Themen vortreiben und begleiten. Wir hatten ja auch schon sehr viele Gelegenheiten zum Austausch. Und ich weiß, wie hoch die Messlatte ist, an der die Arbeit unseres Hauses gemessen wird. Und die heute vorgelegte Studie zeigt ja auch noch mal ein paar große Baustellen für das Bauministerium auf. Zur ehrlichen Bestandsaufnahme gehört daher auch die Erkenntnis, dass der Bund die ambitionierten Ziele nicht alleine schaffen kann. Wir brauchen Sie, wir brauchen Teamgeist und wir brauchen gemeinsame Anstrengungen. Und deswegen werde ich sehr zeitnah für ein Bündnis bezahlbarer Wohnraum einladen. Viele Gespräche im Vorfeld sind bereits schon gelaufen. Denn Hand in Hand mit Wohnungsunternehmen, der Bauwirtschaft, den Ländern, Kommunen, privaten Vermietern, natürlich auch den Mieterverbänden, Gewerkschaften, aber auch Umweltorganisationen, Architekten und Planern
wollen wir ab Frühjahr eine Investitions- und Innovationsoffensive anschieben. Mir ist wichtig, dass es ein Arbeitsbündnis ist und nicht nur eines, was ein, zwei Mal zusammenkommt, sondern dass wir uns Hausaufgaben geben und deren Umsetzung dann auch kontrollieren. Was brauchen wir denn konkret, damit wir den Schwung auf den Wohnungsmarkt hinbekommen? Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil die Antworten darauf sind vielschichtig, das wissen Sie. Wir brauchen zum einen passende Förderbedingungen. Herr Habeck, der Minister für das BEG, kommt ja auch noch gleich. Das werden Sie sicherlich mit ihm auch noch diskutieren. Und wir brauchen auch die entsprechenden Rahmenbedingungen im rechtlichen Bereich. Eine meiner ersten Amtshandlungen war es, die Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau für 2022 auf den Weg zu bringen. Das war etwas, was mich sehr bewegt hat. 1 Milliarde Euro, das ist viel Geld für den sozialen Wohnungsbau. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat gestern gerade beschlossen, mit den 9,5 Milliarden Bundesförderung für effiziente Gebäude zum einen die Möglichkeit zu schaffen, dass wieder beim klimagerechten Sanieren vorangekommen werden kann, aber zum anderen auch die Sicherheit für die 24.000 Antragsteller bis zum 24. Januar zu schaffen. Das war etwas, wo ich mich auch als Bauministerin sehr, sehr stark für eingesetzt habe. Um hier noch mehr Tempo beim Neubau zu machen, wird der Bund den Ländern eine weitere Milliarde zur Verfügung stellen, damit neue Sozialwohnungen geschaffen werden können. Und zwar nicht irgendwelche, sondern klimagerecht. Wir haben lange diskutiert, mit welchem Förderstandard. Ich unterstütze, und das habe ich den Ländern auch vorgeschlagen, eine Förderung nach dem Standard EH55. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir bald mit den Ländern, also mein Ministerium, diese Verwaltungsvereinbarung schließen können, sodass wir diese zweite Milliarde dann mit dem EH55-Standard auf den Weg bringen können und die Länder entsprechende Unterstützung bekommen. 2 Milliarden, das ist natürlich viel Geld, aber wenn wir 100.000 Sozialwohnungen in Deutschland jährlich bauen wollen, werden wir deutlich mehr als diese 2 Milliarden brauchen, das ist mir bewusst. Um meine Verhandlungen mit dem Finanzminister nicht zu belasten, spreche ich erstmal mit ihm über die Summe, die ich brauche und werde das dann entsprechend kommunizieren. Für den frei finanzierten Mietwohnungsneubau setzen wir weitere Impulse mit einer Anhebung der linearen Abschreibung für den Neubau von 2 auf 3%. Aber es braucht natürlich auch andere Rahmenbedingungen. Neben Geld ist Bauland eine sehr knappe Ressource. Der Bund hat ja mit den Regelungen des Baulandmobilisierungsgesetzes schon einiges auf den Weg gebracht, um die Gemeinden zu unterstützen, auch schneller und besser Bauland zur Verfügung zu stellen. Ein Punkt, was uns erreicht hat, mitten in die Koalitionsverhandlungen herein, war das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zum Vorkaufsrecht für Kommunen. Und hier ist es mein Ziel, sehr schnell auch ein Gesetz zu schaffen, was eine rechtssichere Lösung für dieses spezielle Vorkaufsrecht schafft, weil ich weiß, dass es nicht in allen Kommunen in Deutschland, aber gerade in den urbanen Zentren, wo ein ganz besonderer Druck auf dem Mietmarkt liegt, dass es da gebraucht wird. Meine Vision ist, dass es uns gemeinsam gelingt, lebendige, klimaneutrale und resiliente Quartiere zu schaffen. Und zwar Quartiere, in denen man zum Beispiel auch Nachverdichtungsflächen entweder bei Supermärkten oder Parkhäusern innovativ nutzt, weil Innenentwicklung geht aus meiner Sicht immer vor Außenentwicklung. Aber wir müssen natürlich auch schneller werden beim Bauen. Wenn Sie sich anschauen, wie der Bauüberhang sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist da ein riesiges Potenzial, was aus unterschiedlichen Gründen nicht so schnell abgerufen wird. Ein bisschen sind wir schuld, die Politik mit der Bürokratie, da müssen wir besser werden. Ein anderer Punkt ist sicherlich die Entwicklung im digitalen Bereich, da sind große Potenziale. Corona hat uns quasi gezwungen, unsere eigenen Abläufe da auch noch mal anzuschauen und umzustellen. Und ich bin sehr dafür, dass wir zum einen in dem gesamten Bereich der Bauplanung die digitalen Bauanträge als Standard setzen werden und dass die Zeit, wo man in ein Bauamt kommt und riesige Aktenberge sich da auftürmen, dass die Vergangenheit sind. Und wir brauchen natürlich auch im Baubereich Digitalisierung. Der Bund will Vorreiter werden, auch bei der Initiative Open BIM, weil das natürlich nicht nur für den Bereich des Bauens eine große Chance ist, sondern auch für den Unterhalt des Gebäudes. Aber wir natürlich, wenn wir die Recyclingquote anschauen, auch durch BIM ganz große Möglichkeiten haben, was den Rückbau von Gebäuden anbelangt, das besser und effizienter zu machen, als es bisher der Fall ist.
Ich habe sehr dafür geworben, für das serielle und typisierte Bauen und weiß auch, dass das vielen auch schon geläufig ist, aber immer noch, sagen wir mal, erklärungsbedürftig einer breiteren Öffentlichkeit. Nein, es geht gerade nicht darum, dass wir etwas bauen, was nicht schön ist. Es geht auch nicht darum, dass wir etwas bauen, was aussieht wie in den 70ern, sondern dass wir etwas Modernes machen, auch mit nachhaltigen Materialien, was auch individualisierter ist, was aber einfach dazu führen kann, dass zum Beispiel die Produktions- und Bauzeiten gerade in den Innenstadtlagen kürzer werden und wir da auch das Thema Baulärmbelastung deutlich geringer machen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer ehrlichen Inventur gehört aber auch zu sagen, die Baupreise sind aktuell enorm angestiegen. Das hat unterschiedliche Ursachen. Mit staatlichen Interventionen kann man bei Baupreissteigerungen nur wenig machen. Es gibt einige Bereiche, da muss man sich anschauen, ob man mit besserer Regulierung noch etwas machen kann, um auch die Baupreise sinken zu lassen. Ich denke, das Thema Holz ist etwas, wo die Diskussion sich auch noch mal lohnt, sicherlich auch mit dem Wirtschaftsminister. Und ein zweiter Punkt ist natürlich die Frage der Baukapazitäten der Bauwirtschaft. Es wird ja manchmal bezweifelt, ob die deutsche Bauwirtschaft in der Lage ist, 400.000 Wohnungen zu bauen. Ist sie natürlich. Also ich meine, wenn wir auf den Mond fahren können, können wir auch das. Das fehlt allerdings zurzeit an Personal. Und ich weiß auch, nach den Erfahrungen in den 90ern tun sich viele Firmen wirklich schwer damit, Personal aufzubauen, weil sie sagen, was mache ich eigentlich damit, wenn die Nachfrage nach diesem Personal sinkt? Aber da kann ich Ihnen eins versichern, wenn Sie sich die Entwicklung der Technik anguckt, die Notwendigkeiten in Klimaschutz zu investieren, haben wir auf lange, lange Jahre einen großen Bedarf an Baukapazitäten im Bereich Sanierung, aber auch im Bereich Neubau. Und das setzt voraus, dass wir auch die Kapazitäten im Bereich der Baufachkräfte des Bauhandwerkes steigern. Wir werden in der Bundesregierung eine gemeinsame Fachkräftestrategie entwickeln, aber ich bin auch mit Ihnen natürlich gerne im Gespräch dazu, was wir machen können, um auch das Berufsbild der unterschiedlichen Bereiche im Bau attraktiv zu machen. Sie haben mich da jederzeit an Ihrer Seite, weil es nützt ja alles nichts, wenn die jungen Menschen heute gerne was mit Medien machen wollen, aber man dann einfach keinen hat, der die Heizung repariert oder der Tischler nicht kommt. Und demzufolge bin ich gerne an Ihrer Seite, wenn es darum geht, auch für diese wunderbaren Berufe zu werben und natürlich auch zu schauen, wo die Menschen herkommen, die in diesen Berufen arbeiten können. Wir stehen vor dem Anfang eines Transformationsjahrzehnts und das heißt auch, dass wir zusammendenken müssen, den Klimaschutz und bezahlbaren Wohnungsbau. Der Wunsch meines Hauses ist, dass wir das nicht gegeneinander diskutieren, sondern dass wir intelligente Lösungen schaffen, auch die beste Technologie. Sie haben ja selber auch in Ihrer Studie angesprochen, wie schaffen wir es eigentlich, mit möglichst wenig Geld, möglichst viel CO2-Einsparung zu erzielen. Und auch da haben wir uns in der Koalition verabredet, die jetzigen Förderstandards über das BEG anders aufzustellen. Das heißt, wir schauen nicht nur, wie ist der Energiebedarf des Hauses am Ende, sondern wir schauen auch, welche Energie wurde aufgewandt, zum Beispiel, um dieses Haus herzustellen. Das unterstützt auch nochmal meinen Wunsch, dass wir zum Beispiel als Staat einen Anreiz setzen für das Bauen mit Holz und mit anderen nachhaltigen Baustoffen. Und ich weiß da auch den Wirtschaftsminister durchaus an meiner Seite. Ein Punkt, den wir sehr schnell bis zum Sommer machen werden, ist die Umsetzung der Regelung zur CO2-Einsparung. Auch hier werde ich mich dafür stark machen, dass wir ein Anreizmodell haben, also dass es nicht zu einer 50-50-Verteilung kommt, sondern dass wir einen Anreiz setzen, auch für die Vermieter, dass sie etwas davon haben, wenn sie in die Standards ihres Hauses investieren. Und wir werden ein entsprechendes Stufenmodell vorlegen. Ein weiterer Punkt, der, glaube ich, uns allen große Sorgen bereitet, ist die Entwicklung der Energiepreise. Das hat auch wieder sehr unterschiedliche Ursachen. Aber es war für uns im Bauministerium Anlass, dass wir bereits im Dezember, quasi in unserem Geburtsmonat, die Arbeit aufgenommen haben und dieses Gesetz für den Heizkostenzuschuss erarbeitet haben. Das unterstützt 2,1 Millionen Mieterinnen und Mieter und ist ein weiterer Baustein, dass das Wohngeld gestärkt wird in Deutschland neben der Dynamisierung. Wir haben im Koalitionsvertrag auch verabredet,
dass es noch eine Klimakomponente gibt, die in dieses Wohngeld mit integriert wird, weil es aus meiner Sicht einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass Menschen auch sich ihre Wohnung leisten können. Und das muss immer zusammengedacht werden bei allen Investitionen für den Klimaschutz. Etwas, was auf uns zukommen wird, ist auf jeden Fall die Frage, wie die Wärmeversorgung der Zukunft aussieht, weil uns allen klar ist, dass das Verbrennen von fossilen Energieträgern zum Heizen eines Gebäudes auf keinen Fall Zukunft hat, gerade auch im Kontext des Green Deals der EU, aber auch natürlich mit Blick auf das Bundesklimaschutzgesetz. Hier müssen bezahlbare Alternativen gefunden werden, die nicht nur das Einzelgebäude, sondern auch das Quartier in den Blick nehmen. Und mir ist auch ganz wichtig, dass wir bei der Frage des Mieterstromes zu einer besseren Lösungen kommen, als das bisher der Fall ist. Und auch hier setze ich auf die Möglichkeit von Quartierslösungen. Die Koalition hat sich in ihrem Vertrag ebenfalls darauf verständigt, die Mietpreisbremse zu verlängern und eine Ausweitung des Mietspiegels in den Bereichen eines angespannten Wohnungsmarktes vorzunehmen. Und etwas, was ich auch gerade mit Ihnen von den Verbänden diskutieren will, ist die Frage, wie soll eigentlich die neue Wohngemeinnützigkeit, die wir planen, aussehen? Wie kann sie mit Leben erfüllt werden und wie kann sie auch ausgestaltet werden, sodass es nicht nur ein, sagen wir mal, steuerliches Instrument ist, sondern auch mit einer guten Qualität ausgestattet wird, sodass auch die Mieterinnen und Mieter eine hohe Akzeptanz diesem neuen Element gegenüber haben werden. Sie sehen also, es gibt sehr, sehr viel zu tun. Die Inventurliste ist lang und die Arbeit wird uns in dieser Legislaturperiode nicht ausgehen, weder im Bauministerium noch auf dem Bau. Und ich freue mich, jetzt mit Ihnen in die Diskussion zu kommen. Herzlichen Dank. Sarah Geiwitz, neue Bundesbauministerin. Und ich darf direkt zu mir bitten, drei Vertreter der Verbände, die das natürlich mit Spannung gehört haben, Frau Geiwitz, was Sie alles gesagt haben. Auch ganz wichtig, diese Frage bezahlbar und klimagerecht. Wie schafft man da die Balance? Und dazu hätten wir jetzt gerne die Reaktion von Lukas Siebenkotten, Präsident Mieterbund, Robert Feiger, Chef der Industriegewerkschaft Bau und Agrar und Umwelt und Andreas Ibel, Bundesverband der freien Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Wer möchte beginnen? Herr Siebenkotten? Ja. Ja, Frau Ministerin, uns als Mieterbund interessiert natürlich ganz besonders das Thema sozialer Wohnungsbau. Und Sie hatten eben gesagt, dass das ein ehrgeiziges Ziel ist. Nee, das Wort ehrgeizig kommt jetzt von mir. 100.000 im Jahr zu schaffen, wenn man bisher so bei knapp 30.000 im Jahr lag. Sie haben sich zuversichtlich geäußert über Gespräche mit Ihrem Kollegen Lindner hinsichtlich des notwendigen Geldes. Sie haben auch gesagt, dass Sie selbst mit den 2 Milliarden bei weitem nicht auskommen werden. Wie zuversichtlich sind Sie wirklich bezogen auf Ihre Gespräche mit Herrn Lindner? Das wäre für diejenigen Menschen, die ein bezahlbares Dach über dem Kopf brauchen und es nur sehr schwer finden können, eine sehr interessante Äußerung, wenn Sie da Hoffnung machen könnten. Können Sie das? Also ganz klar ist, dass der Bund natürlich den Ländern Investitionskostenzuschüsse zahlt. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das versteht. Das heißt, es kommt auch darauf an, dass ich den Kollegen Lindner dazu überzeugen kann, in diesen Schwerpunkt, das ist es ja nach dem Koalitionsvertrag, zu investieren. Aber ich muss auch mit den Ländern verabreden, wie die entsprechenden Mittel des Bundes dann auch abgerufen und kofinanziert werden. Und wenn ich davon ausgehe, dass wir da eine deutliche Erhöhung haben, muss ich natürlich auch mit den Länderkollegen sprechen, wie sie in der Lage sind, die Mittel dann auch abzurufen. Also es ist natürlich wichtig, dass der Bundesfinanzminister da einen Schwerpunkt auch der Haushaltsentwicklung setzt, aber alleine deswegen klappt das nicht mit den 100.000, sondern ich bin darauf angewiesen, dass auch die Länder mitziehen. Mhm. Vielleicht kurz Herr Feiger noch und Herr Ibel. Ja. Ja, gerne. Naturgemäß interessieren natürlich den Vorsitzenden einer oder der Baugewerkschaft insbesondere die Situation in der Branche, also wie geht es den Unternehmen, wie sind die Beschäftigungsbedingungen für diejenigen, die am Bau tätig sind. Also erstmal, ich finde das Ziel anspruchsvoll, sportlich, aber sehr notwendig und wirklich auch gut gewählt. Es kommt ja schließlich aus, auch sozusagen von der Zahl her aus diesem Bündnis. Wir haben schon vor fast einem Jahrzehnt auf die notwendigen Größenordnungen hingewiesen. Was mir wichtig ist, es wurde ja angesprochen,
die Bauwirtschaft braucht auch längerfristige Perspektive. Wie können wir das auch von den Rahmenbedingungen her verlässlich organisieren? Weil die Bauwirtschaft ist absolut bereit, Kapazitäten aufzubauen, wenn sie die Sicherheit hat, dass diese Kapazitäten auch stetig und langfristig abgerufen werden. Auch dann kommen junge Menschen in die Bauwirtschaft, um ja, in einer Branche mit Perspektive und Zukunft zu arbeiten. Okay, es muss und eine Perspektive organisieren geben. Wir diese Verlässlichkeit? Genau, es muss eine Perspektive geben und die Rahmen. Ich schließe noch kurz Herrn Ibel an und dann können Sie das Schlusswort machen, damit wir Ihren Kollegen nicht lange warten lassen. Und da muss ich natürlich auf das Thema Förderstopp nochmal kommen. Da brauchen wir natürlich auch dringend eine Perspektive, weil wir uns täglich fragen, was sollen wir jetzt bauen? Wonach richtet sich das? Und ich glaube, da würden wir gerne von Ihnen eine Initiative haben, wo Sie den Herrn Wirtschaftsminister Habeck, der ja auch heute da ist, gerade gekommen ist, vielleicht mit einbinden, damit wir wissen, wie wir weitermachen sollen. Das ist uns eine Frage, die alle, die bauen wollen, im Moment ganz konkret interessiert. Okay, Frau Geiwitz, welche Perspektive geben Sie den Herren? Also ist ganz klar, jeder junge Mensch, der heute sich dafür entscheidet, in einem Baubereich eine Ausbildung zu haben, der hat einen guten, sicheren Arbeitsplatz, weil das, was benötigt wird für die klimagerechte Anpassung des Wohnbestandes, das sichert Arbeitsplätze auf Jahrzehnte. Die Rahmenbedingungen, die sind in der Diskussion, Herr Habeck und ich wissen, dass wir darauf angewiesen sind, möglichst effizient dieses Geld einzusetzen, die vielen Milliarden, die notwendig sind, um unseren Gebäudebestand umzubauen. Und wir sind gerade dabei, auch über die Technologie zu diskutieren, wie das nachhaltig gemacht werden kann, aber auch mit einem Ansatz, der zum Beispiel den Lebenszyklus eines Gebäudes insgesamt betrachtet, damit wir da keine Fehleinreize für falsche Technologien setzen. Gut, dann würde ich sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass Sie noch sehr intensiv im Gespräch bleiben. Das Versprechen können Sie, glaube ich, auf jeden Fall mitgeben. Wir sind im guten Austausch. Okay, dann ganz herzlichen Dank, Frau Ministerin, für Ihren Vortrag, für Ihre Informationen und die Perspektive, die Sie aufgezeigt haben. Und damit das Ganze gelingt, da gehören halt eben noch mehr Minister dazu. Der eine ist der Finanzminister, das haben wir schon gehört. Und der andere ist der Wirtschafts- und Klimaminister, Dr. Robert Habeck. Denn ein Schlüsselwort für die Zukunft des Bauens ist die Klimaneutralität. Es gab ziemlich viel Aufregung um die Förderung des Effizienzhaus, die auf einmal gestoppt ist. Und da sind wir gespannt, wie das alles weitergeht. Und das ist doch das Beste, dass wir das hier jetzt aus erster Hand erfahren. Wir haben gehört eben von der Bundesbauministerin, dass man das eben in gutem Zusammenspiel macht. Wir möchten wissen, wie sieht dieses Zusammenspiel aus? Das Wort hat der Klima- und Wirtschaftsminister Dr. Robert Habeck. Herzlich willkommen. Der ärgert sich noch mit der Maske. Ich muss mich erstmal hier enttüten. Oh, jetzt haben Sie hier. Ja, ja. Das ist immer schwierig mit dem. Das versuchen wir jetzt mal gerade zu basteln. Dafür haben wir hier Fachkräfte. Wir brauchen nicht nur am Bau Fachkräfte, sondern auch hier in der Technik. Das haben wir ja auch in Corona gelernt. Denn was mit Medien, wie Frau Geiwitz eben sagte, die was mit Medien machen, die waren auch ganz schön wichtig in diesen letzten zwei Jahren, damit wir auch solche Veranstaltungen gut durchführen können. Ich hoffe, es sitzt gleich wieder, Herr Habeck. Dann können Sie loslegen. Dank. Vielen Dank. Es ist ein bisschen wie bei Loriot. Nur dass der musste nur eine Nudel essen und wir müssen Masken und Kopfhörer zusammen machen. Ja, jetzt höre ich mich auch noch doppelt. Geht aber. Also, sehr geehrte Damen und Herren, danke, dass ich hier nach Clara Geiwitz sprechen darf. Und wo immer sie jetzt sitzt, liebe Clara, danke für das kollegiale Zusammenspiel. Die Regierung ist ja noch immer jung im Amt, aber das Bemühen zwischen den Häusern kooperativ und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten ist wirklich ausgesprochen ausgeprägt und das gilt in besonderer Weise für das Bauministerium und das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium. Also vielen Dank für die Kooperation. Ich will auch gleich damit anfangen, was die letzte Frage an Clara Geiwitz war, nochmal rückblickend auf die KfW-Förderung und das weiter so und dann vielleicht die Perspektive über diese Sachfrage hinaus zu wenden. Das haben Sie mitbekommen, dass wir im Januar einen Hochlauf der Antragstellung bei der KfW erleben mussten oder erleben konnten. Wie es die Geschichte der KfW, die ja schon immerhin 74 Jahre lang ist, noch nicht erlebt hat, obwohl da auch schon ja jeweils Programme ausgelaufen sind und Förderungen irgendwann eingestellt wurden. Das gab es noch nicht, sowohl in der Menge wie auch in dem Antragsvolumen, sodass wir dann
zum Ende des Januars eine Überzeichnung der eigentlich 5 Milliarden vorgesehenen, der vorgesehenen 5 Milliarden um 14 Milliarden Euro prognostiziert haben. Und diese 14 Milliarden konnten nicht einfach aus dem Haushalt bereitgestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigung wurde nicht ausgestellt. Und damit musste der KfW-Vorstand entscheiden, das Programm nicht weiter durchzuführen. Und hat es dann mit der Nacht vom 23. auf den 24. vom Markt genommen. Das ist haushalterische Notwendigkeit gewesen und keine politische Willkür. Natürlich hätte man rückblickend sehen können, dass es diesen Run geben konnte. Aber wie gesagt, auch obwohl Programme davor ausgelaufen sind, gab es diese Erfahrung so noch nie zuvor in der Geschichte der KfW-Bank. Hinterher ist man immer klüger, aber wenn man sich anschaut, woran es gelegen hat und man sich genauer die Programmpunkte anschaut, muss man sagen, dass eine gewisse Überförderung im KfW-55-Bereich sicherlich festzustellen ist von den Geldern, die beantragt wurden, sind. Also die letzte Woche haben wir dann ja nicht mehr in die Antragstellung gegeben. So ist der Mittelbedarf von 14 Milliarden auf 7,2 Milliarden eingegrenzt worden. Auch das eine Menge Holz, wenn ich so lapidar reden darf. Davon sind 5,2 Milliarden für KfW 55 beantragt geworden. Und von diesen 5,2 Milliarden für KfW 55 400 Millionen für die Sanierung. Das heißt, das meiste Geld geht in den KfW 55 Neubau. Da mag es sicherlich auch Projekte gegeben haben, die sonst nicht zustande gekommen wären. Aber wenn man sich anschaut, wann das KfW 55 Programm aufgesetzt wurde, nämlich vor 12 Jahren, und wie sich die Antragstellung danach entwickelt hat, ohne dass die Kriterien nachgeschärft wurden, kann man, denke ich, zu dem Schluss kommen, dass in 12 Jahren Energieeffizienzentwicklung am Bau ohne Nachschärfung des Programmes eine gewisse Überförderung tatsächlich festzustellen ist. Und ob das gewollt war, als man quasi über die KfW-55-Finanzierung beispielsweise den sozialen Wohnungsbau gängig gemacht hat, mit gutem Grund, oder ob das politische Trägheit war, nicht sich zu trauen, hin und wieder mal die Kriterien zu überprüfen, das werden dann andere Menschen zu beurteilen haben. Wir jedenfalls werden die Förderung beim Bauen dann jetzt anspruchsvoller gestalten. Für den Zustand muss man jetzt sagen, dass die Anträge abgearbeitet werden, wie sie eingegangen sind. Es gab ja die Hoffnung, dass man die bestehenden Anträge qualifizieren kann, entweder nach ökologischen Kriterien oder nach beispielsweise sozialen Kriterien oder über eine Härtefallregelung. Das, so hat sich dann in den Tagen der Prüfung danach herausgestellt, lässt sich nicht rechtssicher durchführen. Rechtssicher ist allerdings, alle Anträge jetzt mit den 7,2 Milliarden, die noch notwendig sind, abzuarbeiten. Und das läuft. Die KfW stellt also jetzt seit ein paar Tagen oder seit ein paar Wochen schon wieder die Bescheide aus. Fortgeführt wird auch das Programm Energetisches Sanieren auf KfW 55 Standard. Das wird also reibungslos übergehen. Wir haben uns dann geeinigt, da ja die haushalterischen Mittel knapp sind und aus dem Klima- und Transformationsfonds bereitgestellt werden. Im Übrigen jener Fonds, den die Opposition gerne abschaffen möchte, weil sie ihn nicht für verfassungsgerecht hält, jedenfalls Teile der Opposition. Also insofern möchte ich einmal darauf hinweisen, dass die Forderung zahlt mal mehr aus einem Fonds, den wir eigentlich gar nicht wollen, logisch anspruchsvoll ist. Weil die Gelder allerdings begrenzt sind in diesem Fonds, können wir die EH40-Förderung nur auf 1 Milliarde deckeln und werden jetzt zeitnah, ich denke zum März, mit einer neuen Programmaufstellung mit reduzierten Fördersätzen die EH40-Förderung für dieses Jahr nochmal mit 1 Milliarde fortsetzen. Und dann soll aber spätestens zum 01.01.2023 eine gesamte Neuaufstellung des Programms Energetisches Bauen und Wohnen erfolgen, das dann verschiedene andere, auch neue Kriterien mit berücksichtigt. Soweit also der Rückblick und die Perspektive zu den Förderprogrammen. Zu der Aufgabe selbst, die ja, und das will ich einmal sagen, in diesem Fall den Klimaschutzaspekt des Bauens berücksichtigt. Und ich weiß und will das ausdrücklich unterstreichen, dass das nur einer der Aspekte ist und dass gerade die Aspekte, die Clara Geiwitz noch im Blick hat und verantwortet, nämlich überhaupt die Not von Wohnraum zu lindern, das soziale Bauen nach vorne zu bringen und damit auch die soziale Frage in Deutschland zu beantworten. Ebenfalls wichtige, mindestens gleich wichtige Aspekte sind, wie das klimaneutrale Bauen und Wohnen.
Und wir werden das so auflösen, dass wir nicht alles über die KfW-Förderung, also das energetische Bauen und Wohnen, bereitstellen, sondern die verschiedenen Aspekte auch mit verschiedenen Fördertöpfen bearbeiten. Aber dass das notwendige Kriterien sind, dass wir mehr bauen und wohnen müssen, das habe ich hier vor einem Jahr, ich glaube an dem Podium stand ich, schon unterstrichen und das weiß ich natürlich auch. Jetzt hier in der Fachlichkeit, die mir übertragen wurde, konzentriere ich mich auf die Klimaaspekte, wollte aber einmal für die Klammer ziehen, dass ich weiß, dass das nicht die einzigen Aspekte sind und gerade die soziale Frage maßgeblich an der Bereitstellung von genug und kostengünstigem Wohnraum hängt. Die Klimaaspekte sind in Kürze so zusammenzufassen, das Bauen und Wohnen, die jeweiligen Maßnahmen reichen nicht aus. Die Bau- und Wohnwirtschaft ist nicht auf Zielfahrt gegenüber der Gesetzgebung, wie sie sein sollte und wie es vorgesehen ist. Diese Gesetzgebung ist ja die Konsequenz der Entscheidung der letzten Legislaturperiode. Die jetzige Regierung aus FDP, SPD und Grünen hat die Ziele der alten Bundesregierung bei der CO2-Minderung 1:1 übernommen. Das heißt, wir wollen nach den Plänen, die die Union mit der SPD in der letzten Legislatur gefasst hat, bis 2030 die Emissionen in Deutschland um -65% senken und dann bis 2040 um -88%. Und dann haben wir noch 5 Jahre Zeit, um letztlich komplett klimaneutral zu werden. So ist beschlossen worden in einem großen, im Grunde alle Parteien bis auf Linke und AfD umfassenden überparteilichen Kompromiss oder einer Beschlussfassung, die alle bindet. Das wurde unterlegt mit Zielvereinbarungen für die Sektoren, die man natürlich untereinander ein Stück weit kumulieren und panaschieren kann, die aber in der Gesamtheit erfüllt werden müssen. Und wer also sagt, in einem Bereich, in einem Sektor sind wir langsamer als geplant, muss dann in gleicher Menge irgendwo anders sagen, da können wir schneller sein. So viel also mit Blick auf die wahrscheinlich anstehende politische Debatte zur Frage von Redlichkeit der Argumentation. Bleiben wir einmal bei der jeweils sektoral vereinbarten, im Klimaschutzplan auch der Vorgängerregierung festgestellten Minderungslogik und dem Minderungspfad, habe ich schon gesagt, dass die Bauwirtschaft nicht auf Zielkurs ist und nicht auf Fahrtkurs ist. Im letzten Jahr sind die Überschreitungen wahrscheinlich, das wird gerade noch ausgewertet, in einem Bereich von ungefähr 12 Millionen Tonnen, die dann, sollten sie sich akkumulieren, also sollten sie sich die Zahlen, auch alleine wenn sie gleich bleiben, werden ja relativ immer größer, weil ja der Pfad eigentlich runtergehen sollte, dringend durch neue baupolitische Maßnahmen bearbeitet werden müssten. Zu diesen baupolitischen Maßnahmen gehört ein Instrumentenmix, der den Einbau von erneuerbaren Energien und die Effizienz und das Denken in Quartieren miteinander kombiniert. Ich zähle einige Maßnahmen auf, die Sie wahrscheinlich schon kennen und die in Ihren Kreisen schon stark diskutiert sind, die dann aber legislativ in neue Pakete gefasst werden sollen. Wir haben im Moment in Deutschland 1,2 Millionen Wärmepumpen. Diese Zahl muss und sollte gesteigert werden auf 6 Millionen im Jahr 2030. Den Ausbau und die Befeuerung von Wärmenetzen mit erneuerbaren Energien wäre als zweites zu nennen. Damit verbindet sich ein Quartiersansatz, dass wir die Wärmeversorgung nicht immer nur über die Einzelbefeuerungsanlage betrachten werden, sondern die Synergien, die möglichen Synergien, die im System sind, versuchen zu heben. Vorbild sind beispielsweise skandinavische Städte, die ja zwar früher damit angefangen haben, aber die durch systemischen Aufbau der verbundenen Systeme, die verschiedenen Energiequellen, die verfügbar sind, Abwärme, Abwasserwärme, industrielle Wärme, aber auch Solarthermie, Geothermie oder Biomasse verbunden haben in ein System. Das ist, glaube ich, nicht so schwer zu sehen. Und hier rede ich ja vor einem Fachpublikum. Viel einfacher, im System etwas zu verändern, als jede einzelne Heizung oder Ölheizung gegebenenfalls sich einzeln anzuschauen und die dann zu versuchen zu ersetzen. Ab 2025, so sieht es der Koalitionsvertrag vor, soll der Anteil von erneuerbarer Wärme bei Heizung dann jeweils bei 65% liegen. Ich meine, dass wir, da wir ja gesagt haben, ich habe es eben ausgeführt, dass KfW 55 bei der Förderung
der KfW-Bank zu einer Überförderung geführt hat. Ich meine, dass wir deswegen ab 01.01.23 KfW 55 zum Standard bei Neubau machen sollten und dann die Diskussion darüber beginnen sollten, dass wir auch EH 40 perspektivisch zum Standard beim Neubau machen. Sie wissen, dass im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, dass es eine Solarpflicht für alle gewerblichen Gebäude geben soll und eine Sollbestimmung für Neubau auch für Einfamilienhäuser, also privat genutzte Einfamilienhäuser. Das ist dann weicher, aber im Prinzip ist es ja ein interessantes Modell. Die Flächen sollen ja bereitgestellt werden und dann über das EEG, dessen Fördersätze wir uns noch mal genau anschauen werden, dann auch Gewinn bringen. Also die Investition führt dann letztlich ja zu der, darf ich es so frech formulieren, Verpflichtung, Geld zu verdienen. Also insofern ist das eigentlich eher eine kulturelle Frage, aber in einer Zeit wie dieser, wo wir die Ziele gemeinsam vereinbart haben, denke ich, muss daraus dann auch der nächste Schritt folgen. Bisher kaum gesetzlichen Niederschlag gefunden und auch nicht in der Förderung Niederschlag gefunden hat der gesamte Bereich der Digitalisierung. Darüber habe ich aber mit einigen von Ihnen persönlich und mit einigen, die hier nicht da sind, nämlich den Unternehmen, die solche Technik vorhalten, mehrfach gesprochen. Es beginnt natürlich erst einmal damit, dass vielleicht die Thermostate alle vernünftig eingestellt und gewartet werden. Und es endet aber bei weitem noch nicht. Die Schätzung, dass man durch kluge, intelligente Führung von Wärme oder in diesem späteren Fall dann elektrischen Systemen Energieeffizienzen von bis zu 30% heben kann. Das sollten wir tun. Und deswegen kluge Technik in die Häuser bringen. Die kommunale Wärmeplanung zu unterstützen und zu fördern, also dass die Kommunen sich Gedanken machen müssen, wie sie die Wärme ausbauen, ist ein weiterer Punkt. Und zu dieser klugen kommunalen Wärmeplanung und zur Digitalisierung gehört eben auch der Einsatz von neuester Technik beim Bauen und beim Sanieren. Stichwort ist beispielsweise das serielle Bauen bzw. das serielle Sanieren. Die meisten von diesen Punkten werden wir schon versuchen, in dem sogenannten Osterpaket, also per Kabinettsbeschluss, Ostern zu verankern, um dann mit der parlamentarischen Beratung im Sommer eine gesetzliche Grundlage geschaffen zu haben, die dann ab Sommer gilt. Die komplizierteren Punkte und die große Überarbeitung des GEG soll dann in dem sogenannten Sommerpaket erfolgen, in der Annahme, dass dann auch die europäischen Richtlinien noch mal eine Veränderung gefunden haben. Wir haben ja in Europa den Prozess Fit for 55 und Sie kennen die 17 Dossiers und einige betreffen eben auch den Ausbau von erneuerbaren Energien beziehungsweise des Bauen und des Wohnens, sodass wir dann also eine zweite große Gesetzgebungsveränderung mit Sommer Perspektive 23 erleben werden. Erlauben Sie mir einen letzten Punkt, den ich ansprechen möchte und der neben der sozialen Frage, die ich nur gestreift habe, neben der Förderfrage, die ich kurz skizziert habe und neben der politischen Handlungsoption, die ich jetzt vor allem in den Mittelpunkt gestellt habe, von zentraler Bedeutung ist, und zwar sowohl zur Umsetzung der Ziele von Clara Geiwitz wie auch der klimapolitischen Ziele, die wir alle gemeinsam hoffentlich verfolgen wollen, das ist die Anzahl der Hände, die auch daran arbeitet. Wir haben es in allen Sektoren, aber vielleicht im besonderen Maße auch betroffen im Baubereich, dass wir einen eklatanten Mangel an Fachkräften haben. Heute, frische Zahlen, haben wir in Deutschland 510.000 Stellen, die nicht besetzt sind. Der Großteil in Pflege, in Handwerk, Bauen und Wohnen und sonst in IT bzw. elektrischen Berufen. Wir können politisch alles richtig machen und darüber werden wir uns noch streiten, was richtig machen bedeutet. Aber unterstellt, wir machen alles richtig und wir haben genug Geld, das alles zu fördern. Wenn wir nicht genug Menschen haben, die dann auch bauen, dann werden wir gesellschaftlich und politisch scheitern. Deswegen muss das Anwerben von Fachkräften, die Attraktivität von Handwerk deutlich gesteigert und gehoben werden. Insofern eine spannende Zeit mit vielen politischen Projekten. Eigentlich wissen wir, was zu tun ist. Packen wir es an. Vielen Dank, Dr. Robert Habeck, Minister für Klima und Wirtschaft. Haben Sie noch ein paar Minütchen, dass Sie sich das anhören kann, wie man auf Sie reagiert oder noch Fragen stellen, wenn das so ist? Das kann ich mir anhören, soll ich? Ja, ich finde immer. Sie waren ja letztes Jahr auch hier und haben ja anscheinend was mitgenommen für Ihren neuen Job. Hoffen wir mal.
Axel Gedaschko ist bei uns, Präsident Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen und Felix Parklepper vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Herr Parklepper, mögen Sie vielleicht direkt mit dem Ende anfangen. Es wird nichts, wenn wir es nicht zusammen anpacken können, wenn wir nicht genug Leute haben auf dem Bau. Haben Sie die? Ja, ich glaube, wir haben Leute. Wir haben auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel Personal aufgebaut. 200.000 Vollarbeitszeitplätze im Bauhauptgewerbe. Wir haben bei den Auszubildenden 5% plus jedes Jahr die letzten Jahre gehabt. Aber Kapazitätsaufbau ist so ein scheues Reh. Dafür brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen. Und wenn wir im Moment sehen, was wir an Bauaufgaben vor uns haben, Sie haben die Klimawende genannt, wir haben die soziale Frage, wie kriegen wir bezahlbaren Wohnraum gebaut? Und im Grunde genommen kommt noch ein dritter Punkt dazu, das ist die demografische Entwicklung. Wir müssen anders bauen für eine älter werdende Gesellschaft. Das sind drei Dinge, die wir miteinander zusammenbringen müssen. Und von daher bin ich nicht ganz überzeugt von dem, was Sie gesagt haben, dass wir als Bau- und Immobilienwirtschaft nicht auf Zielfahrt sind. Wenn wir gucken, wir sind seit 1990, haben wir mehr als 40% der CO2-Emissionen senken können, obwohl wir fast 3 Millionen Wohnungen dazugebaut haben in der Zeit. Also ich glaube, das ist schon ganz ordentlich, sodass man uns die Zielfahrt nicht ganz absprechen kann. Aber was wir brauchen, ist natürlich ein klarer Fahrplan und verstetigte Rahmenbedingungen und weniger in Legislaturperioden oder in kurzfristigen Entscheidungen denken, weil die Bauwirtschaft baut nur dann Kapazitäten auf, wenn sie wissen, auf was sie sich verlassen können, auf die Rahmenbedingungen. Das gilt auch für die Gebäudebesitzer, die sanieren wollen, für Investoren, die neu bauen wollen. Ich glaube, ganz entscheidend ist eine Verlässlichkeit, dass Sie zusammen mit Frau Geiwitz, wahrscheinlich brauchen Sie den Finanzminister auch noch sagen, wie sieht denn eine Förderkulisse aus, wie sieht ein Fahrplan aus? Und wenn Sie sagen, am 1. Januar gibt es eine neue Kulisse, wäre für uns ganz, ganz wichtig, dass die möglichst früh feststeht. Die muss nicht vorher in Kraft treten, aber dass die Immobilien Investoren, die Eigenheimbesitzer und auch unsere Firmen wissen, was kommt. Weil was wir dieses Jahr nicht planen und genehmigen, werden wir nächstes Jahr nicht bauen. Und dann haben wir schon ein Riesenloch im nächsten Jahr. Sie sprachen ja vom Osterpaket. Ist das was, wo Sie dann Verlässlichkeit zeigen können? Genau, die Maßnahmen, die jetzt schnell zu realisieren sind, Ostern mit dann der Hoffnung ab Sommer Legislativkraft und dann ab 23, das wäre dann die große GEG-Novelle. Das heißt dann ja aber auch, wenn sie im Sommer durchs Kabinett geht, dass wir nach Ostern, also ab Mai, miteinander in intensive Gespräche einsteigen und sagen, was haben wir vor? Sie werden sagen, das ist aber zu viel, überfordert die Branche nicht. Und dann einigt man sich oder man einigt sich nicht. Also ab, wenn es konstant wärmer ist, werden wir in intensive Gespräche darüber sein. Aber natürlich jetzt auch schon, weil wir das Osterpaket, also Ostern ist ja nur auch politisch morgen, also werden wir den Kontakt jetzt intensivieren. Ja. Okay, das würden wir jetzt mal als Schlusswort nehmen. Ich höre nämlich, dass Sie weg müssen. Ist das so? Ich würde gerne Herrn Gedaschko noch hören dann müssen Sie wer das immer sonst noch wartet. Okay, wunderbar. Finde ich total, total nett. Okay. Vielen Dank. Eine Bitte und zwei Fragen. Die erste Bitte ist, Sie müssen jetzt gleich gehen und wir stellen gleich eine Studie vor. Und in dieser Studie wird nochmal die Sinnhaftigkeit von EH40 und EH55 hinterfragt. Dass dieses Hinterfragen auch in Ihrem Hause nochmal stattfindet, weil wir in dieser Studie, glaube ich, belegen können, dass andere Wege auch zum gleichen Ziel führen. Das ist die Bitte. Dann eine Frage. Wir laufen rein, Mitte des Jahres, EU-Gebäuderichtlinie. Und es wird eine Verpflichtung geben für Eigentümer, ihre Häuser anzupacken. Die ersten 15%, dann die zweiten 15%. Wird korrespondierend zu dieser Verpflichtung auch ein Rechtsanspruch auf Förderung ausgelöst werden. Heute ist es eine Kannbestimmung, das haben wir gerade erlebt. Wird es dann, wenn es eine solche Verpflichtung gibt durch die EU, auch tatsächlich einen gesetzlichen Anspruch geben? Und das Zweite ist, wenn wir tatsächlich doch in eine Verschärfung reinlaufen sollten, das ist dann die soziale Frage. EH40 kostet zwischen 2 und 4 Euro mehr pro Quadratmeter und Monat. Wird dann gefördert, was gefordert wird? Herr Habeck, bitteschön. Also erst einmal vielleicht zur Studie, die ich nicht kenne, von der ich aber Gerüchte halber gehört habe. Ich bezweifle natürlich nicht, dass man auch ein schlecht saniertes Haus mit erneuerbaren Energien heizen kann. Und dann sagt man, aber die Energieeffizienz ist ja gleich null. Das, klar, denkt logisch geht das. Aber volkswirtschaftlich und energiepolitisch stößt man natürlich an eine Grenze, weil wir so einen Hunger nach Energie haben und einen Bedarf an erneuerbaren Energien. Die ganze Industrie will Wasserstoff haben, die ganzen Autos sollen elektrisch fahren, dass wir die Anzahl von Windkraftanlagen und Photovoltaik ja irgendwie in den Griff bekommen müssen und limitieren müssen. Insofern macht es natürlich Sinn, möglichst Effizienz nach vorne zu stellen, also möglichst wenig Energie zu verbrauchen.
Und das wäre meine Antwort, ohne die Studie im Detail zu kennen, was individuell aufgeht. Also das Null-Emissionshaus, schlecht isoliert, aber alles mit erneuerbaren Energien, mag volkswirtschaftlich hoch ineffizient sein. Deswegen wird darüber noch ein bisschen zu streiten sein. Also schlecht isolierte Häuser mit Wasserstoff, der erneuerbar hergestellt wird, statt Gas zu befeuern, ist zwar energetisch neutral, aber die Anlagen müssen ja irgendwo stehen und möglicherweise brauchen wir sie an anderer Stelle, die Energie an anderer Stelle. Also insofern schaue ich mir das an. Okay. Sie haben es intelligenter gemacht, aber am Ende läuft es vielleicht auf die gleiche Frage hinaus. Und was die Förderlogik angeht, so ist es ja im Kern so, dass wir in Deutschland Einhalten von Gesetzen nicht belohnen. Also, um ein dummes Beispiel zu geben, niemand kann verlangen, weil er sich an das Tempo 120 auf der Autobahn hält, dass er einen Bonus dafür bekommt. Gesetzestreue ist Voraussetzung und wird nicht gefördert. Heißt also, übertragen auf Standards, wenn Standards angehoben werden, sind es halt die Standards. Über den Pfad dahin und über den Standard hinaus wird man immer reden können. Und da ist natürlich auch Spiel. Also wenn man jetzt sagt, KfW 55 ist Standard, um mal ein was in den Raum zu stellen, dann ist darüber hinaus ja immer noch mehr möglich, was eine Förderung erlaubt, sodass dann eine, wie soll ich sagen, durch parallele Prozesse am Ende doch eine finanzielle Förderung da ist. Aber dass ein Standard, ein gesetzlicher Standard, die Förderfähigkeit eher absenkt, ist eigentlich die Logik dieses Landes. Und wenn ich so frech sein darf, ich meine, ich bin ja neu im Geschäft, aber irgendwie sind wir ja alle Bürger dieses Landes. Und das Geld, das wir durch das Bauen und Sanieren ausgeben, über die KfW-Programme, ist am Ende ja auch Ihr Geld, ist das Steuergeld. Und ich wundere mich ein bisschen als Neuminister für die Verantwortung für Bauen und Sanieren, dass man 12 Jahre lang offensichtlich, und ich sage, wenn ich so frech sein darf, aus der Bauwirtschaft auch nicht gewarnt hat, dass die Standards vielleicht mal angepasst werden müssten. Denn die Zahlen sind ja da gewesen. Man hat ja gesehen, wie der Hochlauf da ist. Und ich fände es einen guten Deal, wenn ich den so vorschlagen darf, dass ich mit offenem Ohr auf alle Anliegen der Bauwirtschaft höre, die Studien lese, mich jeder Kritik stelle, fände es aber nicht ehrrührig, wenn die Bauwirtschaft selber mich darauf hinweist oder die Politik darauf hinweist, wo irgendwo Mitnahmeeffekte sind. Und das, letzter Satz, vielleicht sage ich als Minister, der nur mit dem Label hier rumläuft, sozial-ökologische Marktwirtschaft. Also die Tradition von Ludwig Erhard ist die soziale Marktwirtschaft. Und die müssen wir jetzt umbauen zur sozial-ökologischen. Habe ich schon in 10.000 Kameras reingesprochen und sage ich jetzt immer wieder. Man sollte aber nicht nur das sozial-ökologische hören, sondern auch das marktwirtschaftliche. Und Subventionen in einer Marktwirtschaft sind eigentlich immer das letzte Mittel des Staates. Eigentlich sollte der Markt über die Effizienz und die Belohnung des Effizienzes funktionieren. Und wenn man überfördert, dann wird irgendwann ein Markt träge. Ja, bis dahin, dass er die Inflation anheizt, weil man etwas fördert, was eigentlich gar keine Nachfrage mehr, wo man keine Nachfrage generieren muss. Es wäre also total hilfreich, wenn wir uns so aufeinander verlassen können. Ich stelle mir jede Kritik, schaue, ob die Vorschläge der Bauwirtschaft zu einer besseren Politik führen. Aber Sie sitzen es nicht aus und warnen mich auch, wo im Sinne der sozial-ökologischen Marktwirtschaft vielleicht Tatbestände sind, wo man die Gelder effektiver einsetzen kann. Dann kommen wir gut die nächsten 4 Jahre miteinander aus. Okay, dann nehmen wir das mal als Schlusswort. Vielen Dank, Herr Minister. Lassen wir jetzt mal so stehen. Sie bleiben ja im Gespräch, ist auf jeden Fall klar. Und Sie bekommen natürlich die Studie, die gibt es hier gedruckt, aber die gibt es natürlich auch digital. Und dann können Sie die in Ruhe lesen. Hier wird sie nämlich jetzt gleich präsentiert. Ganz herzlichen Dank. Wunderbar, schönen Dank, die Herren. Tschüss. Ja, wurde schon so viel geredet über diese Studie. Sie kennen das beim Wohnungsbautag, da werden immer Fakten präsentiert. Und diesmal ist es wieder Dietmar Wahlberg, Institutsleiter vom Bauforschungsinstitut ARGE, Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäße Bauen. Und es geht eben genau um die Frage, wie teuer ist klimaneutral, wie schaffen wir das, auch im Bestand wirklich neu zu bauen. Und ich rede jetzt gar nicht mehr länger, wir hängen nämlich schon ein bisschen in der Zeit. Ich gebe hier die Macht an Dietmar Wahlberg. Und Sie führen uns durch Ihre Studie. Bitte schön, Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank. Bin ich online? Wunderbar. Vielen Dank, Frau Plättner,
meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir an dieser Stelle jetzt mal einen Blick in die Baupraxis, in die Realität der gebauten Umwelt in unsere Wohnungsbestände werfen können und mal gemeinsam ausloten, welche Chancen sich ergeben, welche Potenziale sich im Wohnungsbau ergeben, aber welche Grenzen insbesondere auch der Finanzierung und der Möglichkeiten sich auftun, wenn man mal realistisch in den Wohnungsbau schaut. Und wir wollen das tun, wenn wir mal zuerst mal einen Blick in die Zukunft richten und sagen, wo geht's eigentlich hin? Und die Klimaneutralität, die ist ja vollkommen unbestritten, das ist unser Leitziel. Aber es geht eben nicht nur um Klimaneutralität, sondern es geht eben auch darum, altersgerecht zu bauen, altersgerecht zu modernisieren. Wir wollen unsere Wohnungen barrierefrei haben. Wir müssen sie flexibel handhaben, dass wir die Wohnungen der Zukunft haben, die die künftigen Generationen brauchen. Wir müssen sie gesund bauen, bezahlbar und letztlich, und das ist eine der Hauptherausforderungen, wir brauchen sie sozial. Und das ist ein Gesamtpaket, vor dem der Blick in die gebaute Realität, in unsere gebauten Gebäude eben möglicherweise etwas ernüchternd sich darstellt. Wie alt sind unsere Häuser? 60% unserer Wohngebäude sind vor 1979 entstanden. Gut 36% in der unmittelbaren Nachkriegszeit der 50er, der 60er bis in die frühen 70er Jahre hinein. Und dort sind auch die meisten Wohnungen entstanden, weil in der Zeit vor allen Dingen der Geschosswohnungsbau im Zentrum des Bauens war und die Einfamilienhäuser erst später kamen. Die Mehrheit unserer Wohnungen sind vermietet. Im Geschosswohnungsbau sind es 81%. Der Energieverbrauch sieht so aus, dass wir mit dem Wohngebäudebestand etwa 27% Anteil haben am Endenergieverbrauch des gesamten Gesamtdeutschlands. Das sind 633 Terawattstunden. Diese Zahl wird uns später noch mal so ein bisschen beschäftigen. Das sind übrigens nur 18% der Emissionen. Das zeigt also, da ist eine gewisse Effizienz bereit, sozusagen im System immanent. Auch hier ist es so, dass der überwiegende Teil des Endenergieverbrauchs und auch der Emissionen auf die Ein- und Zweifamilienhäuser fallen und nur irgendwie 10% um und bei des Endenergieverbrauchs und 7% der CO2-Emissionen auf den Geschosswohnungsbau, der ja überwiegend vermietet ist. Die Gebäude zeigen sich in einem unterschiedlich modernisierten Zustand. Leitzahl ist, gut 40% unserer Wohnungen sind bereits in den letzten 10, 15, 20 Jahren modernisiert worden. Nur wenige Wohnungen zeigen sich nahe des Ausgangszustands, vollkommen unmodernisiert gibt es eigentlich gar nicht. Und im Geschosswohnungsbau wirklich so in einem Anteil von um und bei 4%. Übrigens der Anteil bei den Ein- und Zweifamilienhäusern, die fast nicht modernisiert sind, ist fast viermal so hoch. Also auch da sieht man, da ist eben im Grunde die größere Herausforderung, im Wohngebäudebestand heranzugehen. Das ist das Thema Energie. Wie steht es um uns? Wir werden älter. Und wo wohnen wir, wenn wir älter sind? Derzeit wohnen 93% aller Senioren, aller Seniorenhaushalte, all der 18,3 Millionen Menschen, die über 65 sind, zu Hause. Das wird sich sicher auch langfristig nicht ändern. Aber was bieten wir diesen Menschen für Wohnungen? Derzeit 12 Millionen Seniorenhaushalte, 2040 werden es 15,6 Millionen Seniorenhaushalte sein, ab 2045 irgendwo um die 16 Millionen, von denen bereits jetzt von diesen Seniorenhaushalten über 3 Millionen eine bis zu erhebliche Mobilitätseinschränkung erleben. Das heißt, sie sind nicht mehr in der Lage, komplett ihre Wohnung ohne Schwellen, ohne Barrieren zu nutzen. Und wir stellen diesen Menschen nur etwa 1 Million barrierefreie Wohnungen zur Verfügung. Daran sieht man eben auch, wie groß die Herausforderung ist, im Bestand Wohnungen zu haben, die diese Anforderungen erfüllen. Das heißt, wir haben jetzt bereits ein Defizit an 2 Millionen Wohnungen. Wir werden das Defizit im Jahr 2040 auf 4 Millionen Wohnungen aufgebaut haben. Das heißt, also rein daraus ergibt sich die Aufgabe, mindestens 170.000 Wohnungen müssen wir pro Jahr umbauen, dass sie altersgerecht geschaffen sind und altersgerecht eben tatsächlich auch Barrieren vermissen lassen. Das zweite und oder dritte und eigentlich sehr beschämende Thema ist, und das wirft auch einen Blick auf unsere Grundrisse, auf unsere Wohnungen, die zu Zeiten entstanden sind, als eben andere Bedürfnisse herrschten, als wir in der unmittelbaren Nachkriegszeit sehr viel kleine Wohnungen schnell gebaut haben, als wir in 60er Jahren Monostrukturen gebaut haben für die Vater-Mutter-Kind-Kind-Situation und im Grunde eben an vielen Bedarfen vorbeigebaut haben. Und das zeigt sich an einer sehr bestürzenden Zahl, wie wir finden, dass nämlich mittlerweile 8,5 Millionen Menschen in Deutschland in überbelegten Wohnungen leben. Das heißt, zu wenig Räume für die dort lebenden Menschen, keine
Kinderspielzimmer für kleine Kinder, keine getrennten Kinderzimmer für ältere Kinder, die zwei Geschlechter oder was auch immer haben. Keine zu viel Funktionen in einem Raum, auch bei kleinen Wohnungen, auch bei kleinen Familien, kochen, wohnen, schlafen in einem Raum. Hygienische Mindeststandards, die unterschritten werden. Und das ist eben etwas, was zum einen als Ist-Situation tatsächlich beschämend ist, aber eben auch sich aufbaut. Es steigert sich immer mehr. Mittlerweile, Sie sehen die obere Kurve, das ist die Lage in den Städten, haben 15% der Menschen, die in den Städten wohnen, insbesondere diejenigen, die sehr wenig Geld verdienen, eben das Problem, dass sie in einer überbelegten Wohnung leben. Und unser Wohngebäudebestand ist nicht frei von Problemen. Wir haben die unmittelbare Nachkriegszeit mit ihren Substitutionsbaustoffen, die nicht so ganz ohne sind. Wir haben sehr spezifische Grundrisse, die man nicht ohne weiteres erweitern und umbauen kann. Wir haben nach wie vor auch ein Asbestproblem. Asbest ist nicht 1993 verschwunden, als es denn da nicht mehr am Markt war. Und wenn Sie da mal so die unterschiedlichen Eigenschaften, die bei einem Wohnungsbau, bei einem Gebäude, bei einer Wohnung eben eintreten können, dann gibt es eben durchaus eben einen kumulativen Effekt, wo man sagen muss, 3, 4, 5 solcher negativen Eigenschaften führen dazu, dass man deutlich sagen muss, dann sind diese Wohnungen auch nicht mehr ohne einen sehr großen Aufwand haltbar. Und das ist eigentlich ein Potenzial für sinnvollen Bestandsersatz. Das heißt, an dieser Stelle sollten neue Wohnungen entstehen und die alten Wohnungen sollten entfernt werden, weil wir die zwar energetisch modernisieren könnten, damit aber eben auch eine Situation sozusagen auch erhalten würden, die eigentlich konservieren würden, die eigentlich nicht haltbar ist. Was können wir tun, um zeitgemäßen Wohnraum zu schaffen? Wir können neu bauen auf unbebauten Grundstücken. Wir können aufstocken auf Wohngebäuden. Wir können Bestandsersatz schaffen, wie bereits eben erwähnt. Wir können modernisieren und umbauen mit mehr oder weniger großem Umfang. Und wir können, was wir sehen, eigentlich als großes Potenzial, wir können nicht Wohnraum, also Verwaltungsgebäude, Bürogebäude umnutzen zu Wohnraum. Die Rahmenbedingungen, die ja eben auch so ein bisschen in der ersten Teil der Gespräche an diesem Tag schon mitschwangen für den Neubau, sind schwierig geworden. Wir haben es gemeinsam letztlich geschafft, durch Normen, Vorschriften, Gesetze und all das, was wir so in den letzten 20 Jahren geschafft haben, die Bauwerkskosten faktisch zu verdoppeln. Sie liegen mittlerweile auf 60 Indexpunkten über dem Lebenshaltungskosten, über der Teuerungsrate. Das macht das Bauen eben extrem schwierig. Und wenn wir uns dann angucken, was dann noch mit den Grundstückspreisen geschieht, das ist die orangene Linie, die mittlerweile durch die Decke geht und bei 160 Indexpunkten liegt, in den letzten 3, 4 Jahren 34% Grundstückskostensteigerung über alle Regionen in Deutschland, sowohl in den Oberzentren, in den Metropolregionen, aber auch in den Unterzentren, in den Mittelzentren, wo es mittlerweile schwierig wird, bezahlbaren Wohnraum zu errichten. Und das Ganze führt dazu, dass wir derzeit ganz aktuelle Zahlen, letzte Woche ermittelt, derzeitige Kostenstand, Geschosswohnungsbau in den deutschen Städten. Wir bauen die Gebäude für 3.400 Euro den Quadratmeter brutto und darauf kommen nochmal 860 Euro für das Grundstück umgelegt auf die Wohnfläche. Das heißt, summa summarum bauen wir im Median den Geschosswohnungsbau für 4.200 Euro. Wer das baut und vermieten möchte, muss 13,50 Euro, 14 Euro Kaltmiete verlangen, weil sonst geht er am Bestand an diesen Wohnungen pleite. Das gilt für jede Genossenschaft, für jedes kommunale Wohnungsunternehmen, für jedes freie Wohnungsunternehmen, gleichgültig welcher Art. Er muss es verlangen und das ist eine Höhe der Miete, die sich mittlerweile 80% unserer Mieterinnen und Mieter einfach nicht mehr leisten können. Und um das Thema der Energieeffizienz dann nochmal aufzuführen, ich weiß nicht, ob das noch beim Klimaminister ankommt, aber ansonsten sollten wir das nochmal vertieft kommunizieren. Wir können nicht nachvollziehen, dass das Effizienzhaus 55 der marktbeherrschende Faktor ist. Hier prallen theoretische Bauphysik auf praktische Bauphysik. Wenn sich die Energiewerte, die dort gerechnet sind, einstellen würden, dann wäre das ja alles kein Problem, tut es aber nicht. Der praktische Nutzen ist eben ein eingeschränkter. Wir investieren sehr viel Geld für gerade bis zum Effizienzhaus 40, was eben eine dogmatische Technik voraussetzt, in der Regel Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung voraussetzt, in der Regel eben auch starke Dämmpakete voraussetzt. Das kann man im Einzelfall machen, aber bereits im sozialen Wohnungsbau, wenn man mal sich anschaut, wo eben auch wirklich scharf gerechnet wird, liegen diese Standards bei 2-3% und zwar kontinuierlich seit vielen Jahren, bauen sich auch nicht auf. Das Effizienzhaus 55 ist stark
geworden mit einer guten Förderung. Natürlich sind da auch Subventionseffekte gekommen durch steigende Preise, das ist gar keine Frage, aber das Effizienzhaus 70 und auch unterhalb ist das, was für Mieterinnen und Mieter, für Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich auch unter den momentanen und auch den absehbaren ökonomischen Bedingungen die sinnvollste technische und ökonomische technische Standard ist. Und das muss man einfach mal so festhalten. Wir beschäftigen uns damit gleich nochmal am Ende des Vortrags. Was können wir also tun? Die Bandbreite der Möglichkeiten, das teuerste ist immer Bestandsersatz, aber natürlich noch viel mehr neubaugleiche Modernisierung. In dem Moment, wo ich in die Bausubstanz eingreife, wo ich Wände verrücken muss, wo ich in die Tragwerke eingreife, wird es teuer. Und da muss man dann sich gut überlegen, ob man das eben am Objekt macht oder ob man eben die Objekte ersetzt. Die Bandbreite bis runter zu den Umnutzungsbauvorhaben zeigt aus ausgewerteten Bauvorhaben, dass dort auch ein ökonomisch interessantes Potenzial herrscht. Das kann sehr günstig sein, das kann günstiger als die Hälfte an Neubaukosten sein im Bürogebäudebereich, wenn denn diese geeignet sind dafür, von der wir sagen, ungefähr die Hälfte aller Bürogebäude, gerade der 80er, 90er Jahre, sind sehr gut dafür geeignet, bergen ein Potenzial, dass dort Wohnraum entstehen könnte. Und so, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, dann gibt es eben Potenzial durch Aufstockung und insbesondere durch Umnutzung, aber eben auch im Wohngebäudebereich durch Nachverdichtung, dass man sagt, ungefähr bis 2040, 2045 über 4 Millionen Wohnungen entstehen könnten und durch den Bestandsersatz nochmal nicht neue, aber zeitgemäße Wohnungen entstehen könnten von gut 4 Millionen Wohnungen. Und das sollten wir so ein bisschen im Hinterkopf mitbehalten, wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen. Und jetzt kommen wir nochmal zum Klimaschutz. Und da schwingt so ein bisschen auch in der aktuellen Diskussion mit, dass im Wohngebäudebereich viel zu wenig passiert ist. Das können wir nicht so ganz nachvollziehen. Seit 1990 hat der Gebäudesektor 43% CO2 eingespart. Punkt. Und in diesem Zeitraum sind über 9 Millionen Wohnungen gebaut worden und die Wohnfläche ist um 42% angewachsen. Das heißt, da ist enorm was passiert. Und nach wie vor bleibt das Gap, das Delta der Investition im Wohngebäudebereich, um CO2 einzusparen, um eine Tonne CO2 einzusparen. In der Wohnungsmodernisierung investieren wir zwischen 850 und 2500 Euro. Im Industriebereich liegt die Investitionshöhe, um eine Tonne CO2 einzusparen, irgendwo zwischen 10 mal bis 150 Euro. Also ist es im Wohngebäudebereich einfach ein Vielfaches höher. Und das müssen wir immer bei all unseren Überlegungen mitschwingen lassen, überlegen, wo ist die effizienteste Art im Bereich der Klima, in Klimaneutralität und in Klimawirksamkeit eben zu investieren. Ein Blick in 4 Millionen ausgewertete Energieausweisdaten und den Kollegen von FMB aus Hamburg, die sie für uns gemacht haben, zeigt so ein bisschen auch dieses Dilemma zwischen, ja, natürlich haben wir einen relativ hohen Anteil an schlechten Gebäuden, also Energieeffizienzklassen G und H am Ende, aber im Geschosswohnungsbau sind es tatsächlich nur ungefähr 5%, bei den Einfamilienhäusern sind es tatsächlich bis zu 25%, das ist so, aber jetzt kommt der Green Deal der Europäischen Union, der sagt, lasst uns diese Gebäude doch mal eben in den nächsten 8 Jahren ein paar Effizienzklassen nach oben schieben, was erstmal physikalisch sozusagen korrekt ist, da gibt es gar keine Frage, würde aber bedeuten, dass wir das, was wir jetzt im Moment gerade uns überlegen, wie viel Neubau wir brauchen, sozusagen in einen komplett eigentlich ausgereizten Bausektor reinhauen und würde bedeuten, dass wir die Sanierungsrate für diesen Teil der Gebäude auf gut 3% erhöhen würden. Das halten wir eher für unrealistisch und vor allen Dingen auch angesichts der sonstigen Maßnahmen wahrscheinlich für eher nicht durchführbar. Jetzt drücke ich aber auf den richtigen Knopf und es geht trotzdem nicht weiter. Ha, jetzt geht's weiter. Summa summarum, na, jetzt habe ich zu viel gedrückt, weil eigentlich wollen wir das nochmal zeigen. Was haben wir denn eigentlich an Sanierungsraten? Nicht? Sie kennen diese ja auch in der politischen Diskussion sehr intensiv geführte Frage, wie intensiver wir in die Modernisierung einsteigen sollen, wie sehr wir eben auch die Sanierungsrate erhöhen müssen. Und im Moment zeigt sich, wir haben mal die unterschiedlichsten Studien und die unterschiedlichsten Überlegungen und Szenarien ausgewertet, so ein gewisser Gemeinsinn darin zu sagen, so eine Sanierungsrate von 1,8% auf die nächsten 23 Jahre verteilt, um dabei mindestens 40% der Gebäude zu erreichen, das scheint sich als ein sozusagen wissenschaftlich-wirtschaftliches Optimum herauszustellen.
Welche Sanierungsrate haben wir denn aktuell? Wir haben 1%, aber nicht 1% aller Gebäude werden pro Jahr modernisiert, sondern es werden 4% aller Gebäude modernisiert, energetisch. Wir reden nur über energetische Modernisierung, aber von diesen 4% der energetisch modernisierten Gebäude werden 6% voll modernisiert und 94% teilmodernisiert. Und das zusammengerechnet gibt das Vollmodernisierungsäquivalent, also sozusagen umgerechnet auf den Effekt, und das gibt dann die 1%. Und da gibt es unterschiedliches Verhalten. Es gibt die gewerblich-kommunale, genossenschaftliche, freie Wohnungswirtschaft, also die großen Bestandshalter, die teilweise mit Sanierungsraten von über 3% agieren und die eher in die Vollsanierung investieren. Und es gibt die Privaten, die vielen, die 80% der Gebäude, Wohnungseigentümer sozusagen in Deutschland, die eher in die Teilmodernisierung investieren, also liquiditätsorientiert und an der Reparatur von Bauteilen, die dann natürlich automatisch auch einen energetischen Mehrwert bringen, sozusagen orientiert sind. Beiden ist eins gemein, die Investition in die Gebäudehülle lässt nach und die Investition in die Gebäudetechnik nimmt zu, was eben auch übrigens ein effizienterer Weg ist, das sieht man an den CO2-Effekten, dass das langsam eben sich auch von der Energieeinsparung entkoppelt und eben tatsächlich der wirtschaftlichere Weg eigentlich ist. Das heißt also, im Moment investieren wir 50 Milliarden pro Jahr, 50 Milliarden für die energetische Modernisierung, und das bedeutet so im Mittel gut 335 Euro den Quadratmeter Wohnfläche. Und das bedeutet natürlich eben auch unterschiedlich hohe Kosten. Ich will jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, vielleicht nur mal so zwei Leitzahlen, damit man so ein bisschen die Größenordnung des Investitionsvolumens abgreifen kann. Wenn ich ein Mehrfamilienhaus in Effizienz aus 115, 170 so in dieser Bandbreite verwandeln will, dann liege ich irgendwo bei 500 Euro den Quadratmeter Wohnfläche. Ab einer Effizienz aus 55 liege ich schon bei 1000 Euro. Und bei den Einfamilienhäusern kann man da immer noch mal eine Schippe drauflegen. Da liegt sozusagen die erste Stufe bei 1000 Euro, aber wenn ich aus Einfamilienhäuser, Effizienzhäuser 55 oder mehr machen will, investiere ich in der Regel 1500 Euro, nur energetische Modernisierung, und dann ist noch kein Bad saniert, da ist noch keine Wand gestrichen, da ist noch keine Wohnwertverbesserung erfolgt, da ist nur in energetische Maßnahmen investiert, die eben ihr Geld kosten. Und auch hier habe ich den gleichen Effekt wie auch im Neubau. Ich habe eine progressive Linie der Kosten und des Aufwands, und ich habe eine degressive Linie, was den Effekt anbelangt. Je mehr ich tue, desto mehr werde ich auch einsparen, aber die Kilogramm CO2 wird immer teurer, und es hat sich aus allen Projekten, mit denen wir uns beschäftigt haben, eins herauskristallisiert, dass Effizienzhaus 115 als ein Leitstandard in der Modernisierung ist etwas, was sich als ein ökonomisch erreichbares und eben tatsächlich auch ein effizientes Ziel herauskristallisiert hat. Und dazu kommt das hat auch Herr Habeck ja eben gesagt, dass wir das Gebäude weg von der Einzelbetrachtung bekommen müssen in das Quartier hinein. Und da geht es eben nicht nur um die intelligente Energieversorgung, sondern es geht eben auch darum, Skaleneffekte zu erzeugen. Wir müssen die Wohnungsmärkte zusammenbringen, wir müssen die Privaten mit den gewerblichen Wohnungsunternehmen zusammenbringen, um ihnen überhaupt die Chance zu geben, eben auch an serielle Modernisierung, also an Konzepte Teil zu haben, die sie allein gar nicht erreichen könnten, und an energetischer Versorgung, die eben im Quartier nur möglich ist und tatsächlich eben auch über das Gebäude hinaus geht. Und dazu kommt dann wieder das ganze Paket des Altersgerechten. Also nochmal 2100 Euro obendrauf, um eine Wohnung umzubauen. Und das ist sozusagen die Gesamtsumme, mit der wir, die wir bewegen wollen. Und das Ganze haben wir unter einer sozialen Verantwortung zu betrachten. Und nicht nur vor diesem sehr beschämenden Hintergrund, dass unsere Sozialwohnungen in Deutschland deutlich gesunken sind. Wir haben nur noch 1,1 Millionen von mal ursprünglich deutlich über 4 Millionen. Und wir haben in den letzten Jahren nicht das geschafft, was wir hätten schaffen sollen. Wir haben noch nicht mal ein Drittel von den notwendigen Sozialwohnungen im letzten Jahr gebaut und noch nicht mal 10% der bezahlbaren Wohnungen, also irgendwas, was für 8,50 Euro vermietet wird. Und das bedeutet eben, dass wir auch im Wohngebäudebestand bei der Modernisierung sehr genau darauf achten müssen, was wir da tun. Wenn wir jetzt stark modernisieren, insbesondere die ja bereits erwähnten Gebäude, die alten Gebäude, die aber zu 90% vermietet sind und in denen die überwiegende Anzahl der Menschen lebt, die eben deutlich unter 1500 Euro Nettohaushaltseinkommen hat, dann haben wir eben eine Herausforderung, dass wir denen so das, was wir an Modernisierung reinpacken, das, was wir umlagefähig haben und was sich nicht mehr durch Energieeinsparung erzielt, das müssen wir ausgleichen, sonst wird es Energiearmut geben. Und das sind Größenordnungen, je nachdem, wie wir vorangehen, zwischen 8 und 14 Milliarden Euro pro Jahr, die müssen wir tatsächlich mit einpreisen.
Und wir müssen das gesamte Portfolio der Möglichkeiten des sozialen Bauens, der Belegbindung, des sozialen Wohnraums in der Modernisierung mitdenken. Dazu gehört, dass im Grunde keine Wohnraumförderung, jede dritte bis vierte Wohnung in der Wohnraumförderung mit öffentlichen Mitteln ausgestattet, müsste eigentlich eine Sozialwohnung sein. Wir müssen uns über die Instrumente der Verlängerung von Belegbindungen, des Ankaufs von Belegbindungen oder steuerliche Anreize für Nicht-Sozialwohnungen, aber zum Beispiel für das Unterschreiten bestimmter Mietgrenzen, unterhalten und müssen sozusagen alles daraus an Portfolio und an Möglichkeiten bergen, was eben dazu führt, dass wir eben das schaffen, den modernisierten Wohnraum bezahlbar und sozial zu halten. Lassen Sie uns einen ganz kurzen Ausblick leisten auf das, was vor uns liegt. Wir investieren im Moment fast 290 Milliarden Euro in den Wohngebäudebereich. 90 Milliarden für den Neubau, 200 Milliarden für die Bestandsleistung, davon 50 Milliarden für die energetische Modernisierung. Das müssten wir bei einer Sanierungsrate von 1,8% mit einer Sanierungstiefe, Effizienzhaus 115, verdoppeln bis verdreifachen. 110 bis 150 Milliarden. Würden wir in Effizienzhaus 55 Richtung gehen, wären das schon 165 bis 210 Milliarden. Das heißt, wir reden über Pakete, die irgendwo zwischen 2,6 und 3,6 Billionen Euro liegen, ohne dass wir den Rest, Altersgerechtigkeit und sonstige Instandhaltung, die ja auch noch mal irgendwo zwischen 120 und 170 Milliarden pro Jahr liegt, eben mitgedacht haben. Das ist aber das Gesamtpaket. Und um das Gesamtpaket zu schaffen, und jetzt brauche ich noch 2 Minuten, liebe Frau Plättner, müssen wir die Förderung komplett umstellen. Wir brauchen gut 30 Milliarden Euro Förderung pro Jahr für die energetische Modernisierung. Wir brauchen steuerliche Anreize für das ganze Thema Umnutzung und Investitionen in andere Bestände. Und wir brauchen das gesamte Spektrum an Strategiemaßnahmen und vor allen Dingen auch solcher Dinge wie zum Beispiel kommunaler Wärmeplanung, die über eine reine Wärmeplanung hinausgehen, die eben auch dazu führen, dass die Besitzer, die Eigentümer, die Wohnungsunternehmen zusammengebracht werden, Skaleneffekte erzeugen und so weiter und so fort. Wir haben Ihnen mal eine kurze Prognose mitgebracht. Wir glauben, dass das geht. Wir glauben, dass wenn wir eine Sanierungsrate von 1,8% mit einem Effizienzhaus 115 Leitziel, nicht Median, anstreben bis 2045, wenn wir 140.000 Wohnungen im Mittel bis 2045 pro Jahr neu bauen, 175.000 Wohnungen in etwa in die Bestandsanpassung setzen, also Bestandsersatz. Das Thema mit den Wärmepumpen will ich nicht im Detail, aber 5 bis 6 Millionen Wärmepumpen sehe ich auch, aber eher 2045 als 2030. Und alle Möglichkeiten des seriellen, des Produktivitätszuwachs und so weiter sozusagen heben und immer dran denken, dass wir den Kuchen, diese 290 Milliarden, die vielleicht bis 400 Milliarden anwachsen mögen, dass wir den gleichmäßig verteilen. Dass wir dann, wenn wir viel neu bauen, dass dann die Modernisierungsrate zwangsläufig nicht so hoch sein kann, sondern dann irgendwann, wenn wir anfangen, in die Wohngebäude stärker zu investieren, dass wir dann eben auch den Neubau runterfahren, deutlich mehr dann auch aus dem Bestand holen, dass wir es schaffen, bis zum Jahr 2045 3,2 Millionen Wohnungen zu bauen. Diese 3,2 Millionen Wohnungen sind dann 46 Millionen insgesamt. Wir werden den Energieverbrauch gesenkt haben um gut 54%. Wir werden irgendwo auf 320 Terawattstunden kommen und werden tatsächlich, wenn wir das dann auch entsprechend mit der entsprechenden Energieversorgung klimaneutral sein. Und jetzt nochmal ein abschließendes Wort zum Effizienzhaus 40. Würden wir ab jetzt nur noch Effizienzhaus 40 bauen, dann hätten wir irgendwo zwischen 1 bis 3 maximal Terawattstunden weniger, hätten aber 35 bis, je nach Wohnfläche natürlich, bis 50 Milliarden mehr investiert. Und bei allem Respekt, da muss ich einmal deutlich feststellen, das ist nicht der richtige Weg, sondern wir müssen uns vom Gebäude wegbewegen, wir müssen uns in die Potenziale des Quartiers, in die erneuerbaren Energien und in all die Möglichkeiten hereinbewegen und dürfen uns nicht auf solche Lösungen der Vergangenheit konzentrieren, sonst schaffen wir das nicht. Und noch mal deutlich, wir haben genau einen Versuch, mehr haben wir nicht. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Dietmar Wahlberg, für all diese Fakten und Zahlen. Sehr umfangreich, können Sie alles auch noch nachlesen. Wir machen es hier kurz und schnell, Herr Parklepper. Wenn wir das hier hören für das deutsche Baugewerbe, haben Sie die Kapazitäten, das umzusetzen?
Ja, die Aufgabe ist riesig, die Herr Wallberg dargestellt hat. Das, glaube ich, ist schon so. Und wir haben gemerkt, der Erfolg der Energiewende entscheidet sich auf der Baustelle. Wir haben Kapazitäten aufgebaut. Ich habe das eben schon gesagt, über 200.000 neue Leute in den letzten 10 Jahren. Wir bauen weiter Personal auf, auch neue Lehrlinge. Entscheidend sind die Rahmenbedingungen. Wenn die stimmen, die Firmen wissen, was auf sie zukommt, dann können wir auch entsprechende Kapazitäten aufbauen. Und Herr Ebel, was ist das, was Sie rausziehen aus dieser Studie? Ich glaube, eins ist auch ganz klar in der Studie, wir müssen noch sehr viel mehr Überzeugungsarbeit vor allem auch beim Minister Habeck machen, dass wir eben nicht linear so weitergehen können. Ich glaube, wir müssen umdenken, wir müssen Alternativen entwickeln und wir müssen im Quartier denken. Aber wenn wir weiter die Vorschriften des Effizienzhauses anheben, dann geben wir ganz viel Geld aus, ohne auch nur einen Schritt der Energieeinsparung weitergekommen zu haben. Ich glaube, da mussten neue Wege gehen. Und wenn man dann daran festhält, was heißt das dann für Dann geben wir Geld aus, ohne Energie einzusparen, ohne zur Dekarbonisierung zu kommen. Und wir meinen Klimaschutz ernst, aber man muss ihn so machen, dass er in der Praxis auch umsetzbar ist. Okay, vielen Dank, die Herren hier. Und Sie merken es schon, hinter mir füllt sich schon die Bühne. Ich gehe mal hier rüber und darf Ihnen unsere Gäste vorstellen. Zwei sollten auch zugeschaltet sein. Da kommen wir dann später zu. Ich gehe einfach mal hier die Runde ab. Ich begrüße ganz herzlich Franziska Giffey von der SPD, regierende Bürgermeisterin von Berlin. Entschuldigung, man muss sich noch daran gewöhnen, die erste Bürgermeisterin. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie zu dem Amt. Dietmar Bartsch ist bei uns, Fraktionsvorsitzende von den Linken. Wir haben hier Andreas Jung, stellvertretender Partei- und Fraktionsvorsitzende der CDU. Herzlich willkommen Ihnen. Kevin Kühnert war letztes Jahr auch schon hier auf dem Wohnungsbautag, Generalsekretär der SPD. Das war er letztes Jahr noch nicht. Willkommen. Ricarda Lang war auch noch nicht Vorsitzende oder Co-Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Das ist sie jetzt frisch dabei. Und Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion mit dem guten Draht zum Finanzminister, hoffen wir mal. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich gehe jetzt hier mal rum und schaue mal kurz auf den Schirm. Da sehen wir jetzt unsere zugeschalteten Gäste. Zum einen Peter Tschentscher von der SPD, erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Tschentscher. Wir hören uns hoffentlich. Und herzlich willkommen, Eckart Würzner. Er ist der stellvertretende Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Heidelberg. Und bevor wir hier alle miteinander diskutieren, wir wollen natürlich all diese Argumente, die wir jetzt schon gehört haben, nochmal miteinander ausführlich diskutieren. Dafür haben wir Zeit. Möchte ich jetzt noch mal einmal den Verbändevertretern das Wort geben, nämlich ihre Forderungen direkt an all die Politikerinnen und Politiker zu formulieren. Ich gehe jetzt hier rum, ich weiß, das war anders ausgedacht, eigentlich ist egal, so ist das immer, macht nichts. Herr Gedaschko, Sie beginnen, es sind 5 knackige Forderungen des Verbändebündnisses, Sie haben das erste Wort. Genau, das ist eigentlich eine kleine Sensation, dass sich 7 Verbände, die so unterschiedlich sind, auf 5 gemeinsame Positionen einigen. Und wenn das so ist, sollte das ernst genommen werden. Die erste Forderung, der erste Wunsch ist, wenn wir das Klima in Deutschland die Klimaneutralität erreichen wollen, können wir es nur bezahlbar machen. Und wir dürfen Klimaneutralität nicht ausspielen gegen die Frage des bezahlbaren Neubaus. Das heißt, beides muss zusammen gedacht werden. Man kann nicht sagen, ich bin für das eine zuständig und der andere ist für das andere zuständig. Und das bedeutet am Ende des Tages, das öffentliche Geld, aber auch das private Geld ist endlich. Und wir sollten das machen, was sinnvoll ist, was mit möglichst wenig Aufwand gleichwohl das Ziel erreicht. Und wir glauben, dass wir einen solchen Vorschlag hier heute auf den Tisch gelegt haben und würden uns deshalb wünschen, wenn dieser Vorschlag an dieser Stelle sehr ernst genommen wird. Dankeschön. Okay, als nächster Herr Feige, schauen Sie doch besser in die Kamera, weil da sitzen noch mehr Menschen als hier stehen. Weil wir haben so viele Menschen, die hinter der Scheibe sind, aber Sie hören das alle gut. Herr Feige. Es ist unfair, sich jetzt entscheiden zu müssen, aber ich halte mich natürlich dran. Ja, so kurz wie möglich. Die Bauwirtschaft braucht auch für Investitionsverlässlichkeit. Also wer Kapazitäten aufbaut, jetzt habe ich auch die richtige Kamera, wer Kapazitäten noch weiter aufbauen soll, was ja schon auch über die letzten 10 Jahre passiert ist, der muss schon die Sicherheit haben, dass
der Kapazitätsaufbau, also Personal und Maschinen, auch abgerufen werden. Und das verstetigt nach Möglichkeit nicht nur über ein Wahljahr denken oder über eine Legislatur, am besten in Dekaden bei den Aufgaben, die vor uns stehen. Und ansonsten ist es kurz auf den Nenner gebracht, wir müssen an jedem Rad und an jeder Schraube drehen, ob Neubau, ob Umbau, ob Sanierung, Aufstockung, Verdichtung. Alles muss sozusagen auf den Tisch, damit diese Aufgaben auch bewältigt werden können. Und dann Herr Siebenkotten mit den letzten Forderungen, bitte. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das noch auf 5 hochdrehen kann, aber wir haben uns die wichtigsten rausgesucht. Der jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Wahlkampf sehr deutlich und laut gesagt, er wolle pro Jahr 400.000 Wohnungen errichten lassen. Ich glaube, er will das nicht alles persönlich machen. Und 100.000 Sozialwohnungen sollen dabei sein bei diesen 400.000. Wir haben uns gefreut wie Bolle, als wir als Mieterbund gesehen haben, dass 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr geschaffen werden sollen. Und wir müssen, und wir haben ja auch vorhin schon mit Frau Geiwitz drüber sprechen können, aber wir müssen ganz klar sagen, liebe Leute, das kann man fordern, das muss man fordern, das ist ein super gutes Ziel, aber es muss auch finanziell unterfüttert werden. Das heißt, es wird nicht reichen, mit den bisherigen Fördermitteln dreimal so viel Sozialwohnungen zu errichten, wie wir es bisher geschafft haben. Da waren es nämlich immer nur knapp 30.000 im Jahr. Deswegen unser dringender Appell, bitte denken Sie die finanzielle Seite mit und überlegen Sie, wie wir die Mittel dafür zur Verfügung stellen können, dass in der jetzigen Wohnraumsituation die Menschen mit den geringsten Einkommen, die dringend ein bezahlbares Dach über dem Kopf behalten müssen oder bekommen müssen, dass wir denen behilflich sein können. Und das können wir insbesondere mit diesem Sozialwohnungspaket, wenn es denn ordentlich finanziert ist. Okay, vielen Dank, meine Herren. Dann kommen wir jetzt hier mal zu allen Entscheidern der Politik aus Bund und Ländern. Und ich würde gerne mal beginnen hier in der Hauptstadt, nämlich bei Ihnen, Frau Giffey. Wenn man das so hört, und Berlin hat ein Wohnungsproblem, es gibt zu wenig bezahlbare Wohnungen. Und Berlin ist in die Schlagzeilen gekommen mit den Worten Mietendeckel, Mietpreisbremse und mit Enteignung. Wie können Sie Investoren überzeugen, dass es Sinn macht, in Berlin Geld auszugeben für bezahlbaren Wohnungsbau? Ja, einen schönen guten Tag in die Runde. Und ich glaube, es geht erst einmal darum, mit welcher Haltung wir da rangehen. Und die Grundhaltung muss sein, Kooperation statt Konfrontation und eine klare Zielrichtung. Das, was im Bund als Ziel formuliert worden ist, 400.000 Wohnungen im Jahr, 100.000 im sozialen Bereich, haben wir für Berlin in ähnlicher Weise adaptiert. Wir haben uns vorgenommen, im Mittel 20.000 Wohnungen im Jahr, davon eben 5.000 im bezahlbaren Bereich. Das ist das gleiche Verhältnis. Und das ist völlig klar, dass diese bezahlbaren Wohnungen auch entsprechend mit Wohnraumförderung auch vom Bund natürlich zu realisieren sind. Aber zuallererst muss man sich schon auch mal noch genauer ansehen, von den Fördermitteln, die da zur Verfügung stehen, heißt es ja auch nicht automatisch, dass immer alles auch umgesetzt wird. Und wenn da auch Dinge liegen bleiben, muss man sich fragen, woran liegt das? Und für uns ist wichtig, wir haben ein Wohnungsbaubündnis jetzt gegründet, am Anfang des Jahres mit den städtischen Gesellschaften, den Genossenschaften und auch den privaten Akteuren, weil wir der Auffassung sind, dass man nur zusammen das hinbekommt und wenn wir uns eben auch als Landesregierung dazu verpflichten, dort wo Hindernisse sind, die wegzuräumen und deshalb wird es auch eine Senatskommission für die Vereinfachung von Verfahren und für den Abbau von Hemmnissen geben. Okay, dann sind wir gespannt. Wir reden natürlich gleich weiter über all diese Themen. Ich würde gerne zu Herrn Tschentscher kommen nach Hamburg. Da haben Sie schon länger halt eben versucht, mehr soziale Wohnungen gebaut. Das ist Ihnen auch gut gelungen, Herr Tschentscher. Wie hat das funktioniert? Wo würden Sie sagen bei der Konzeptvorgabe, dass der soziale Wohnungsbau auch andere Wohnungen, dass die andere Wohnungen den sozialen Wohnungsbau mitfinanzieren? Was war da Ihr Rezept? Leider gibt es kein Patentrezept mit nur einer Maßnahme, sondern es ist der ganze Mix. Deswegen hat Frau Giffey auch, glaube ich, recht mit der Entscheidung, eine Senatskommission einzusetzen, die das Ganze bündelt, weil sie alles gleichzeitig machen müssen. Sie müssen die Bebauungspläne ausweisen, sie müssen jede einzelne Baugenehmigung befördern. Das heißt, zwischen den Bezirken und den Senatsbehörden zusammenarbeiten. Sie müssen sich mit der Bauwirtschaft darauf verständigen, wo, an welcher Stelle sinnvoll gebaut werden kann. Das nennen wir dann Konzeptausschreibung. Wir vergeben also Grundstücke mit dem Anspruch,
dort kluge Nutzungsideen unterzubringen, wo es nicht nur darum geht, dass die Stadt einen hohen Preis für das Grundstück erwartet. Also ein Riesenbündel an Maßnahmen und ein wichtiger Punkt, der aus der Immobilienwirtschaft uns gerade genannt wurde, den haben wir seit 2011 schon umgesetzt. Damals haben wir gesagt, wir bauen jedes Jahr zunächst 6.000, dann 8.000, dann 10.000 Wohnungen pro Jahr. Und unsere Ansage an die Bauwirtschaft ist, das wird auch noch viele Jahre so weitergehen. Wir wollen diese Stetigkeit, weil wir eben als einen ganz wesentlichen Kostenfaktor auch erkannt haben, es ist nicht nur die Regulierung, die ist auch ein Thema, das hat Herr Wahlbecke angesprochen, aber ein wichtiges Element der Kostensteigerung bezieht sich eben darauf, dass die Angebotspreise bei Vergaben wirklich teuer geworden sind, weil viele Handwerksunternehmen überausgelastet sind und dann ihre Angebote gar nicht mehr abgeben oder eben über den Preis ihre Auftragslage dann steuern. Und insofern, alle Stellschrauben gleichzeitig müssen bedient werden und dann gelingt es auch. Wir haben seit 2011 im Schnitt 10.000 Wohnungsbaugenehmigungen erteilt. Mit einem Verzug von 1, 2, 3 Jahren sind diese Wohnungen dann auch gebaut. Und es ist uns auch gelungen, im Schnitt 3.000 geforderte Wohnungen hinzubekommen. Auf der anderen Seite fallen natürlich auch Wohnungen aus der Bindung. Aber dennoch bleibt ein sehr, sehr großer Wohnungsbestand damit preisgedämpft. Wir haben 130.000 öffentliche Wohnungen, also im Bestand der Stadt. Wir haben mindestens genauso viel dann noch einmal im genossenschaftlichen Bereich. Und wir haben auch private Wohnungsbauunternehmen, die sich dem Gemeinwohl verantwortlich fühlen und faire Mieten für ihren Wohnungsbestand nehmen. Also ein gutes Beispiel aus Hamburg, da sind Sie vielleicht schon einen Schritt voraus. Ich würde gern mit Herrn Würzner noch sprechen, weil jetzt haben wir über Hamburg und Berlin gesprochen und das sind ja große Ballungsgebiete. Herr Würzner, Sie sprechen aber natürlich auch für ganz andere Städte. Und wenn wir zum Beispiel darüber reden, Bestandsnutzen, also wie kann man das in anderen Kommunen umsetzen? Was wäre da für Sie wichtig? Also zunächst einmal von unserer Seite, von den deutschen Städten, ist es erstmal eine ganz wichtige und gute Initiative. Ich will vielleicht mal ein bisschen so formulieren, das Niveau, was wir mal in Deutschland hatten, dieses wieder anzustreben. Wenn wir jetzt über 400.000 Wohnungen beziehungsweise 100.000 im Bereich sozialer Wohnungsbau sprechen, dann ist das ungefähr die Größenordnung, die wir in den Jahren 1993, 94, 95 hatten. Also das ist machbar. Es wurde aber natürlich auch finanziell ganz anders unterstützt und gefüttert. Was wir als Kommune, und da will ich ganz ehrlich sein, wir haben eine sehr unterschiedliche Struktur, von daher wäre es auch wichtig, unterschiedliche regionale Förderaspekte auch berücksichtigen zu können, ist, dass wir als Kommune eigentlich diejenigen sind, Kollege Tschentscher hat es eben gesagt, die über die Bauleitplanung überhaupt erst das Bauen im Neubau ermöglichen. Und das ist deutlich schwieriger geworden. Wir müssen den Ausgleich schaffen zwischen Naturschutz, Ökologie, die ganzen Naturschutzverbände, ihnen die Diskussion mit reinnehmen, die Bürgerschaft. Es ist äußerst kritisch, wenn man versucht, Neubaugebiete zu erstellen. Von daher gelingt das fast ausschließlich nur auf Konversionsflächen. Und unser Ziel muss es sein, diese Flächen verfügbar zu machen. Überwiegend natürlich im Bereich der Konversionsflächen, das machen wir. Dafür brauchen wir aber auch eine gezielte Förderung. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben jetzt in Heidelberg eine Fläche gerade entwickelt im Passiv-V-Standard, also 100% klimaneutral in den letzten 10 Jahren. Wir haben dafür über 400 Millionen Euro investiert und haben eine Bundesförderung von 30 Millionen bekommen. Das kann sich kaum eine Stadt leisten, die nicht finanziell gut aufgestellt ist. Also da muss dringend die Förderung deutlich erhöht werden. Wenn wir auf Flächen zum Beispiel des Bundes zugreifen, BIMA-Flächen sind sehr wichtig und interessant, dann ist eine Förderung von 25.000 Euro pro Wohneinheit auch zu gering, um das Potenzial zu erschließen. Also es gibt ganz viel Unterstützung vom Bund. Ich muss da kurz reingrätschen, weil ich würde das genau das nämlich gerne weitergeben an Herrn Dürr, mit der Frage, weil ich weiß, dass Sie nicht so lange Zeit haben. Deshalb würde ich das gerne noch auf jeden Fall gut ausnutzen, Herr Dürr. Wenn wir das hören, dass Herr Würzner sagt, wir brauchen einfach viel mehr Geld, das funktioniert so nicht. Was sagen Sie ihm da?
Naja, also das Geld ist natürlich endlich, das gehört so weit dazu. Ist ja vorhin in der Runde über Baukosten gesprochen worden und der Tschentscher hat das auch nochmal erwähnt. Zurzeit geht sehr viel in den Preis. Also natürlich haben wir eine krasse Nachfrage und wir haben ein dramatisches anderes Problem in Deutschland, was nicht nur die Baubranche betrifft. Wir haben einen dramatischen demografischen Wandel. Ist übrigens ein Grund, warum aus meiner Sicht eines der wichtigsten Ampelprojekte ist, wie wir Deutschland zu einem Einwanderungsland machen, was diesen krassen Fachkräftemangel, was heute schon unseren Wohlstand kostet, was dazu führt, dass wir beim Bau und zurzeit heftig in die Preise leider gehen, was das ausgleichen soll. Will aber nicht vom Thema ablenken. Natürlich stellen wir da auch Haushaltsmittel zur Verfügung. In der Vergangenheit, und deswegen bewundere ich Hamburg, und Herr Tschentscher war ja mal Finanzsenator, in der Vergangenheit sind viele Gelder des sozialen Wohnungsbaus, und ich sage das selbstkritisch, weil ich mal in Niedersachsen Regierungsverantwortung mit unterstützt habe, ich sage mal, an klebrigen Händen der Landesfinanzminister gescheitert. Das war in Hamburg anders, fairerweise. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass das Geld wirklich dann auch, was der Bund für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellt, dann auch wirklich in die Wohnung investiert werden kann. Also bei den Preisen aufpassen. Und ich bin dankbar, dass eben auch der Oberbürgermeister aus Heidelberg nochmal unterstrichen hat. Natürlich werden wir im Bestand auf vorhandenen versiegelten Flächen. Aber wir werden auch Neubau, ich komme aus dem ländlichen Bereich, auch dort Neubau brauchen. Und da müssen wir gucken, wie wir die Rechtsgrundlagen so anpassen. Ausgleich und Ersatz ist da immer wieder eine Frage, dass wir es hinkriegen, Naturschutz zu stärken, durch Ausgleichsgeld beispielsweise, aber gleichzeitig dann neu ausgewiesene Wohnungsbaugebiete dann entsprechend auch günstig bereitstellen können. Also Planungsbeschleunigung günstiger machen und versuchen, dass wir bei den Preisen nicht zu heftig werden. Stichwort Fachkräftemangel. Aber irgendwann muss man sich ja auch entscheiden, weil jeden Euro kann ich ja nur einmal ausgeben, wenn es jetzt diese Frage ist, Klimaschutz oder eben bezahlbar günstiger. Für was entscheiden Sie sich denn da? Ja, wenn es so einfach wäre. Beides lautet die Antwort. Na klar, also Klimaschutz, da sind die Dinge klar. Wir müssen auch im Wohnungsbereich Paris erreichen. Da haben wir auch entsprechende Sektorziele auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen wir Fläche erreichen und in der Summe 400.000 neue Wohnungen bauen. Das ist kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Ja, es wird Mittel aus dem Kernhaushalt des Bundes geben, aber auch die sind erschöpflich. Das sage ich jetzt mal anstelle von Christian Lindner, der jetzt nicht hier ist. Aber da muss ich ihn ein bisschen schützen. Okay, gut. Herr Bartsch, wie sehen Sie es? Klimaschutz macht Bauen und Wohnen teurer. Heißt das vor allen Dingen für die Mieter eben mit geringem Einkommen, dass Sie letztendlich das Nachsehen haben? Na, das darf auf gar keinen Fall so sein. Es war ja eben völlig richtig, dass das Thema Bezahlbarkeit ganz weit oben stand. Und da ist die Frage, die Sie eben gestellt haben, natürlich eine zentrale Frage. Wenn die Mittel bei 1 Milliarde bleiben, wie bei der letzten Bundesregierung, ja, dann ist das ehrlich gesagt alles nur heiße Luft. Wir haben in der letzten Legislaturperiode jedes Jahr 60.000 weniger Wohnungen, Sozialwohnungen gehabt. Und es sind nur 25 dazugekommen, also es sind real weniger geworden. Wir haben weiter abgebaut. Jetzt gibt es eine andere Zielsetzung, aber die ist bisher haushalterisch eben nicht untersetzt. Diese 1 Milliarde, man kann das niemals leisten. Wie denn? Die 1 Milliarde hat es ja bisher nicht geleistet. Und wie das dann passieren soll, das ist mir einigermaßen unklar. Also entweder hier wird relevant aufgestockt und nicht, was ja immer sehr beliebt ist, zu sagen, naja, die Länder müssen, die müssen auch. Aber erstmal ist es eine Frage, die auf der Bundesebene beantwortet werden muss. Und da sage ich ganz klar, das Thema Sozialwohnung muss ganz weit oben stehen, weil Bezahlbarkeit ist zentral. Und zwar nicht nur in Berlin, nicht nur in Hamburg und München, sondern es ist inzwischen ein Riesenproblem geworden. Und dafür wären Sie auch bereit, Abstriche beim Klimaschutz zu machen? Nein, die muss man nicht machen, diese Abstriche. Das ist die Frage, ob wir diese Priorität wirklich so setzen wollen. Und wenn wir uns in dem Rahmen nur bewegen und sagen, es bleibt bei dieser 1 Milliarde und der Rest der Klimaschutz, das wird dann im Habeck-Ministerium gemacht, dann wird das nicht funktionieren. Also ich habe das sehr wohl gehört, was Frau Geiwitz gesagt hat, was Herr Habeck gesagt haben. Wunderbar. Aber bitte, dann muss auch real was passieren. Denn eins ist doch klar, wenn die Ministerin von einem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum spricht, was sie ins Leben rufen will, dann ist das ja die Feststellung, wir haben ein Problem. Und da hat sie schlicht recht. Und das ist, wie gesagt, auch nicht nur ein Problem hier in dem schönen Berlin. Der Volksentscheid war ein Ausdruck einer breiten Unzufriedenheit und nicht etwa nur an der Sache entschieden. Und deswegen glaube ich, dass hier dringender Handlungsbedarf ist. Und ein Punkt, den ich den Politik umsetzen kann beim Thema Sozialwohnung. Wir haben über Bindung gesprochen. Warum nicht einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung? Also wenn man das hinkriegen würde, wäre ein Schritt nach vorne. Man kann das ja auch noch modifizieren. Aber die jetzige Situation des schnellen Rausfallens, dass die Bindung wegfällt, ist ein Problem. All die anderen Dinge, was das Thema Förderung betrifft,
was das Thema Flächen betrifft. Übrigens auch ein separates Thema, wie wir denn mit Baupreisen, mit Baulandpreisen, was man dort macht, kommunales Eigentum. Aber ich will das jetzt nicht ausführen. Wir haben noch eine ganze Reihe von Kapiteln, Ganz gerne mal also erstmal klar, Bezahlbarkeit ganz weit oben, darf nicht im Widerspruch zum Klimaschutz sein, ist machbar, aber nicht mit den jetzigen Haushaltsmitteln. Da wird entweder dramatisch draufgelegt oder es wird nichts werden. Mhm. Herr Jung. Die CDU ist jetzt nicht mehr in der Regierung, sie war aber lange in der Regierung. Was ist da schiefgelaufen, dass so viele Sozialwohnungen weniger gebaut werden? Ja, zunächst mal ist der Eindruck, den Herr Bartsch vermittelt hat, falsch. Die letzte Regierung hat kontinuierlich und erheblich die Mittel für sozialen Wohnungsbau erhöht, weil man gesamtgesellschaftlich gesehen hat, man hat da ein Problem, man hat zu wenig gemacht und zwar auf allen Ebenen. Und daraus hat man die Konsequenzen gezogen, Mittel erhöht. Stimmt zwei Dinge. Stimmt es, was Christian Dürr gesagt hat, die Mittel werden ja über die Länder verauslagt und nicht überall sind Mittel, die für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wurden, auch für sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden. Das darf nicht sein. Und das Zweite ist, sozialer Wohnungsbau ist eine Aufgabe des Bundes, aber eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der auch die Länder mitzuwirken haben. Und deshalb wäre es eine gute Idee, dass für jeden Euro, den der Bund gibt, die Länder einen Euro oben drauf geben. Und dann würden wir erheblich vorankommen. Und das möchte ich unterstreichen. Dieses Spannungsfeld müssen wir auflösen. Natürlich muss das, was gebaut wird, auch mit den Klimazielen kompatibel sein. Und deshalb müssen wir da alle ran. Ich würde gerne, Herr Kühnert und Frau Lang, Sie sind sofort dran. Wir haben nur verschiedene Einspieler und ich glaube, einer passt jetzt schon mal ganz gut dazu. Wir haben ein paar Kapitel überlegt für diese große Runde und das erste Kapitel ist Klimaschutz durch Sanierung. Schauen wir da kurz rein. Bei der Energiesparmodernisierung in den Turbogang schalten. Rechnerisch sollte jeder 55. Altbau pro Jahr komplett energetisch modernisiert werden, so die Arge in Kiel. Bislang ist es nur jedes 100. Wohnhaus. In der Praxis machbar und im Schnitt für den Altbaubestand bei Wohngebäuden zu erreichen, ist dabei das Energieeffizienzhaus 115. Die Gesamtkosten der Klimaschutzsanierung schätzt die Arge auf bis zu 150 Milliarden Euro pro Jahr. Bis 2045 wären das 3,6 Billionen Euro. Auch dann wären erst 54% des Wohngebäudebestandes voll saniert. Um bis 2045 im Gebäudesektor klimaneutral zu sein, braucht Deutschland also zusätzlich enorme Mengen erneuerbarer Energie fürs Wohnen. Die Netto-Null, also Klimaneutralität, ist im Gebäudebereich übrigens teuer. Um eine Tonne CO2 einzusparen, müssen beim Wohnungsbau bis zu 2.500 Euro investiert werden. In der Industrie kostet es nur maximal 100 Euro. Und von einer Idee müssen sich wohl alle verabschieden. Klimaschutzmodernisierungen bringen zwar einen Energiespareffekt. Die Ausgaben dafür lassen sich aber bei weitem nicht durch gesunkene Nebenkosten auffangen. Warmmietenneutral funktioniert Klimaschutz im Gebäudesektor nicht. Neutral funktioniert das nicht. Wie sehr sagen Sie trotzdem als Vertreterin der Grünen, wir müssen an dieser Klimaneutralität, an diesem Ziel festhalten? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Wir sehen ja, dass wir eigentlich gemeinsam vor drei Herausforderungen gleichzeitig stehen. Das eine ist, das wurde jetzt schon mehrmals gesagt, dass Wohnen die soziale Frage unserer Zeit ist. Und dass wir sehen, dass sehr viele Menschen, gerade die mit geringem Einkommen in immer mehr Städten, eigentlich kaum noch eine Wohnung finden, die sie bezahlen können. Das zweite ist, dass wir jetzt im Moment insbesondere die fossile Inflation und auch das Steigen der Energiepreise und der Wärmepreise sehen, dass immer mehr Menschen auch davon finanziell belastet sind. Und dann haben wir eben die Klimaziele, die wir uns ja gemeinsam zur Aufgabe gesetzt haben.
Und das Problem ist, dass sich diese Aufgaben ja nicht hintereinander abarbeiten lassen. Also wir können nicht sagen, wir machen jetzt erstmal sozialen Wohnungsbau und schauen, wie wir soziale Frage lösen und danach reden wir über den Klimaschutz, weil wir dazu schlichtweg nicht die Zeit haben und weil wir auch jeden Euro nur einmal ausgeben können. Das heißt, wir müssen es hinbekommen, dass das, was wir jetzt in Soziale investieren, mit Klimaschutz Hand in Hand geht. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dafür auch klare Standards brauchen. Ich schaue mir sehr, sehr gerne diese Studie hier an. Robert Habeck hat ja auch schon gesagt, wir können gern darüber reden, wie diese Standards bestmöglich ausgestaltet sein können. Aber sie müssen so gut sein, dass sie den Klimazielen, und das geht eben Hand in Hand mit Klimaneutralität 2045, gerecht werden. Und dann müssen wir schauen, wie kriegen wir das bezahlbar hin. Da gibt es verschiedene Maßnahmen, die auch schon genannt werden. Das ist die Förderung, das ist der Quartiersansatz, wenn wir über die Sanierungen sprechen. Das ist aber auch die Aufteilung des CO2-Preises, also die Frage, wie entlasten wir dann eigentlich wiederum Mieterinnen. Ich würde aber nochmal sagen, dass ich der Meinung bin, dass auch Effizienz ein sozialer Ansatz ist, weil gerade in der Zeit, wo wir sehen, wie die Preise fürs Heizen, wie die Preise für Wärme und Energie in die Höhe schießen, Effizienz auch eine Voraussetzung dafür ist, dass Menschen mit geringen Geldern die Runden kommen. Und wenn wir dann noch den Ansatz gehen, dass wir sagen, wir teilen die Kosten beim CO2-Preis gerecht auf, dann können wir sagen, ja, wir machen das mit dem Klimaschutz eben auch sozial gerecht. Dass die Mieter da weniger belastet werden. Herr Kühnert, wie sehen Sie es, wo ist für Sie da der Ansatz, wenn man sagt, man will, es muss bezahlbar sein, aber es muss klimaneutral sein? Also auch von mir einen schönen guten Tag und danke für die Einladung. Wichtig ist ja, der Gebäudesektor muss insgesamt seine Klimaschutzziele erfüllen. Das ist ja nicht einfach nur dahingesagt, sondern dahinter steht ja ein Gedanke. Dass wir nämlich aber nicht der hat ja schon ganz viel gemacht, viel mehr als der Verkehrssektor. Ja, selbstverständlich. Aber mir ist die Betrachtung deshalb wichtig, weil der Einspieler ja jetzt ein bisschen, wenn man ihn bösartig auslegen will, den Eindruck vermittelt hat, jedes einzelne Gebäude und sei es auch noch so sehr mit sozialen Verdrängungseffekten in letzter Konsequenz verbunden, müsse sofort und im nächsten Schritt auf einheitliche Standards gebracht werden, weil ansonsten wir unseren Klimaschutzzielen nicht gerecht werden. Dietmar Weiberg hat es ja vorhin richtig argumentiert. Wir müssen mit einem Instrumentenmix arbeiten, der den jeweiligen Bedingungen auch gerecht wird. Das heißt, der Mitteleinsatz muss zuerst dahin gelenkt werden, wo wir die am schlechtesten performenden Gebäude haben. Da ist der Euro im Moment am besten eingesetzt. Außerdem haben wir uns im Koalitionsvertrag dazu bekannt, wenn es auch um die Förderung im Bereich Sanierung geht, dass wir natürlich die Teilesanierung insbesondere auch in den Blick nehmen, dass jemand, der ein Gebäude anfasst, auch wenn nicht die Mittel zur Verfügung stehen, um das ganze Gebäude anzufassen, dass trotzdem gut möglich ist, auch mit einer entsprechenden Förderung an Fenster oder an Ähnliches auch rangehen zu können. Die Quartiersbetrachtung wird einen ganz großen Schwerpunkt auch in der Regierungsarbeit der nächsten Jahre ausmachen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass gerade bei der Frage der Primärenergiequellen auf die zurückgegriffen werden kann, beim Umgang mit Nahwärme, Fernwärme, Abwärme und so weiter, dass dort die großen Potenziale gerade in den urbanen Räumen eben auch liegen, um die Ziele am Ende erreichen zu können. Und als Sozialdemokrat würde ich natürlich immer noch hinzufügen, wenn wir in die große Bilanzierung reingehen und gucken, wie werden Haushalte belastet, dann bringt es auch nichts, uns immer nur den einzelnen Faktor anzugucken, der hoch oder runter geht. Es muss uns ja insgesamt um eine Entlastung von Haushalten gehen. Da kommen sowohl Betrachtungen im Bereich von Lohnpolitik mit rein, da gehen Fragen von Unterstützung für ärmere Haushalte mit rein, da sind Energiekosten mit drin. Das alles zusammenzunehmen und den richtigen Mix und die richtigen Entlastungen zu finden, das wird unsere Aufgabe sein. Nur diese, es geht nicht Verweigerungshaltung, okay, die muss jetzt wirklich hinter uns bleiben. Okay, da Herr Dürr gleich weg muss, kriegt er jetzt noch eine Frage. Herr Dürr, die FDP hat sich ja auch mal dafür eingesetzt, das Eigentum zu stärken. Wir sind in Deutschland wirklich ein Mieterland. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, das wäre eben auch ganz wichtig, wenn wir über die Zukunft des Wohnungsbaus nachdenken? Wir sagen, ja, wir müssen auch mehr Menschen befähigen, Eigentum zu erwerben. Ja, insbesondere vor dem, was ich vorhin eingangs sagte, dass wir einen krassen demografischen Wandel haben, ist das natürlich eine super Altersvorsorge. Das wird nicht zu 100% gelingen, das ist uns klar, deswegen brauchen wir auch vernünftige Mieten in Deutschland, aber die Eigentumsquote hochzubringen ist auf jeden Fall ein Anliegen und deswegen haben wir immer gesagt, wir sollten die Möglichkeit zumindest schaffen, für die Bundesländer auf die Grunderwerbsteuer zu verzichten, für selbstgenutztes Wohneigentum. Das ist am Ende etwas, wo die Bundesländer dann auch mit im Boot sind, aber diese Chance zumindest zu haben, bei den Nebenkosten,
Baukosten. Also das, was oftmals den Eigentumserwerb verhindert, da was zu machen. Lassen Sie mich in Ergänzung, weil ich bedauerlicherweise, ich wäre total länger geblieben, aber wir der Anschlusstermin ruft schon an. Ein Satz noch zum Einspieler, weil Kevin Kühnert das, finde ich, sehr richtig gesagt hat. Ich will es nochmal unterstreichen, weil es zu wenig im Bewusstsein ist, wenn wir über Wohnungsbau reden und Sanierung. Die Kosten pro Tonne CO2 sind dramatisch unterschiedlich. Sie sind im Verkehrssektor, im Industriesektor eher etwas niedriger, im Verkehrssektor teilweise ein bisschen höher. Und wenn man jetzt alles klimaneutral haben wollen würde, sind sie im Gebäudesektor sehr, sehr krass hoch. Deswegen bin ich sehr der Meinung, first things first. Also da, wo quasi, jetzt spreche ich sehr viel Denglisch, low-hanging fruits wäre das nächste Wort gewesen, was ich reinhauen will. Also da, wo man relativ günstig, schnell CO2 weniger ausstoßen kann, also CO2 einsparen kann, da sollten wir als allererstes rangehen. Ich habe, das ist so ein bisschen Fetisch von mir, ich habe vor vielen Jahren meine Diplomarbeit über das Thema CO2-Emissionshandel geschrieben. Deswegen werbe ich so dafür, diese Betrachtung mit reinzunehmen. Also nicht morgen sagen, alles Passivhaus, das wäre ja quasi die krasse Konsequenz auch auf Ihre Frage vorhin, was wollen wir machen, günstig bauen oder mehr Klimaschutz? Nee, die Dinge, wo wir es günstig schaffen, als allererstes, denn wir hängen bei den Klimazielen hinterher, wir haben tolle Ziele, aber wir erreichen sie nicht, wenn wir zu langsam sind. Also diese Dinge als erstes machen und deswegen sind andere Sektoren jetzt auch mal mit dran und Teilsanierung finde ich da einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass wir beim Klimaschutz, wir wollen übertreiben, wir wollen Paris erreichen, aber wir wollen nicht übertreiben im Sinne von anderes dann nicht möglich machen, weil wir nicht ausreichend Wohnungen bauen können, weil es dann zu teuer wird. Also da nochmal wirklich auf den Euro pro Tonne zu schauen, halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und das wäre auch gleichzeitig mein Schlusswort. Okay, danke. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Herr Dürr, und ich hoffe, dass Sie sich trotzdem um den Wohnungsbau weiter mit Herzblut kümmern, wie hier alle, glaube ich. Müssen jetzt noch den Aspekt von Christian Lindner vertreten bei den kommenden Wortmeldungen, das wäre fair. Okay, gut. Danke. Dann wird es ja nämlich immer schwierig bei den Finanzen. Zwei Minister hatten wir ja schon hier, Christian Lindner, den Finanzminister eben nicht. Vielleicht kommt er ja dann nächstes Jahr, aber er war ja auch schon mal beim Wohnungsbautag. Jetzt kommen wir zu den Fragen der Förderung. Das ist nämlich genau die Frage, die ja jetzt schon so oft angeklungen ist. Wer muss hier eigentlich für was bezahlen? Es gab genug Aufregung um die Förderung des Effizienzaus 40. Doch das haben wir eben von Robert Habeck schon gehört. Also schauen wir uns den Faktencheck Förderung an. Deutschland muss sich umbauen und vieles komplett modernisieren. Ein Mammutprogramm. Der Staat muss dafür tief in die Tasche greifen, damit das, was nötig ist, im Gebäudebestand auch passiert. Allein die Förderung, die für die energetische Modernisierung kommen muss, mindestens 30 Milliarden Euro pro Jahr. Eine Klimaschutzmodernisierung schlägt mit enormen Kosten zu Buche, die deutlich höher sind als die eingesparte Energie. Die Kluft dazwischen muss der Staat sozial überbrücken mit mindestens 8 bis 14 Milliarden Euro pro Jahr für einen Green Social Deal im Wohnungsmarkt. Nur jeder 12. Seniorenhaushalt lebt in einer altersgerechten Wohnung. Um mehr Wohnhäuser altengerecht zu modernisieren, muss der Staat eine Förderung von 3 Milliarden Euro jährlich bieten, gegen die wachsende graue Wohnungsnot. Mehr noch, der Staat muss eine Reihe von zusätzlichen Steueranreizen setzen und KfW-Programme neu schaffen bzw. anpassen. Nur ein, aber ziemlich wichtiger Punkt dabei, Umbauanreize, um aus Gewerbe, vor allem Büros und Fabriken, Wohnungen zu machen. Fazit. Deutschland braucht ein multimilliardenschweres Paket für den Umbau und die Modernisierung von Altbauten. Die Frage liegt auf der Hand. Ist das nötige Geld dafür in Sicht? Würden wir gerne Finanzminister fragen, aber andere aus der Ampel haben ja auch Einfluss darauf. Herr Kühnert, Sie haben ja mitverhandelt, auch das Thema Wohnen und Bauen in den Koalitionsverhandlungen. Also wenn Sie das jetzt sehen, diese Menge, die da nötig ist, geht das allen Ernstes? Geht das auch allen Ernstes ohne Steuererhöhungen? Zunächst mal war ja eben die Bemerkung, es sei auch Umbau von Büroflächen und Wohnraum möglich. Und dann haben Sie dabei das Kanzleramt gezeigt. Ich hoffe, das war nur eine beispielhafte Bebilderung und sollte jetzt nicht ein praktischer Vorschlag sein. Was wir im Fachbereich dort diskutiert haben, hat natürlich nicht die Fragen der Finanzierung ausgeklammert. Wir wissen, dass wenn man sich viel vornimmt, das auch viel kostet. Aber am Ende wird das jetzt auch in den Haushaltsberatungen entschieden werden müssen. Hat ja vorhin von den beiden Kabinettsmitgliedern schon mal einen kleinen Ausblick darauf gegeben, dass auf jeden Fall deutlich mehr Schmackes erforderlich sein wird. Wir wissen aber auch,
mit dem, was wir staatlich fördern, hebeln wir am Ende ja nur einen deutlich größeren Anteil dessen, was privatwirtschaftlich hinterherlaufen muss. Das ist immer ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Das heißt, wir müssen auch klug fördern und zwar nicht einfach mit der Gießkanne in alle Richtungen, sondern dorthin, wo wir wollen, dass privates Kapital dann auch hingeht und sich am langen Ende anschließt. Deswegen ist die Auseinandersetzung um die Förderlinien jetzt auch so wichtig, auch wenn der Ablauf kein ruhmreicher gewesen ist, um es vorsichtig zu formulieren, im Januar. Und insbesondere ist es wichtig, wir reden ja nicht nur über die 400.000 Wohnungen, die im Jahr gebaut werden sollen, sondern eben auch, dass wenigstens jede vierte eine bezahlbare sein soll. Gerade hier wird die Förderung ganz entscheidend sein. Ich mache mir nicht so, dass die 400.000 einfach wären, aber ich mache mir um die ein bisschen weniger Sorgen als darum, ob wir wirklich die 100.000 dann am Ende auch schaffen. Das können wir hinkriegen, wenn es alle ernst meinen und an einem Strang ziehen. Aber mit extrem hohen Neubaustandards und Förderungen, die nur geringfügig am Ende sind, werden wir bezahlbare Wohnungen, die Zahlen sind ja vorhin genannt worden, in dem Segment, wo wir es brauchen, also für Haushalte, die ein WBS haben, aber vor allem auch für diejenigen mit den Einkommen ein bisschen darüber, die 8, 9, 10, 11 Euro den Quadratmeter zahlen können, nicht bereitstellen können. Und deswegen werden wir da schon ein Auge drauf werfen, dass wir klimagerecht die Wohnung neu bauen, aber eben in dem neuen Förderprogramm, was auf den Weg gebracht wird, mit einer klaren Betrachtung auf die Einsparung von CO2, von Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter Wohnfläche, denn das ist dann das, woran sich unsere Klimaziele ausrichten. Dann muss das in der Förderung auch der entscheidende Betrachtungspunkt sein, wo die Klimagerechtigkeit untergebracht wird. Und dann glauben wir, dass mit gut eingesetzten Fördereuros und sicherlich einem mehr aus der Pulle, der dann am Ende in den Haushaltsverhandlungen auch notwendig sein wird, dass wir beide Ziele synchronisiert bekommen. Mhm. Sie haben gesagt, klug müsse man fördern. Frau Giffey, was wäre denn das in Ihrem Sinne? Naja, wissen Sie, es ist ja das typische Spiel, was hier gerade wieder abläuft. Der Bund fordert von den Ländern, die Länder fordern vom Bund, die Wohnungswirtschaft sagt, wir brauchen mehr Geld und dann werden hier utopische Milliardenbeträge mit netten Bildern aus der Luftperspektive aufgerufen. Das hilft uns alles auch nicht so richtig weiter, sondern man muss einfach gucken, was wir schon haben und was nötig ist und wie wir das, was wir haben, auch besser einsetzen können. Ich sage das nochmal, wir haben an vielen Stellen viel Geld im System und dann wird es aber nicht ordentlich abgerufen. Und da muss man sich fragen, warum ist das so? Von wem? Machen Sie es konkret. Naja, zum einen ist es so, dass die Frage ist, wenn jetzt, wir haben im Land Berlin für den Haushalt jetzt und für die Verhandlungen etwa 500 Millionen Euro vorgesehen für den sozialen Wohnungsbau. Das sind 5000 Sozialwohnungen, die unterstützt werden sollen, entsprechend mit den entsprechenden Projekten. Und die Frage ist, wie man das hinbekommt, dass wir tatsächlich auch die Bauwirtschaft, die mir das auch immer wieder sagt, in die Lage versetzt, dass sie Förderbedingungen haben, mit denen sie auch zügig bauen können. Vielfach ist es doch so, dass Geld auch liegen bleibt, weil Baugenehmigungsprozesse nicht schnell genug gehen, weil bestimmte Vorgaben gegeben sind, die einfach die Dinge verlangsamen. Das ist ja heute auch schon angesprochen worden. Ich würde gerne noch mal einen Fokus ein bisschen darauf legen, wie man Verfahren verändern kann. Aber das können Sie jetzt als Bürgermeister Ihrer Verwaltung. Genau so ist es und das werden wir auch angehen. Aber ich will auch noch einen anderen Punkt machen. Wir haben gerade in Berlin 60.000 Wohneinheiten, für die Baugenehmigung vorliegen. Das ist ein Umfang von Arbeiten an Verwaltungskraft, der wirklich sehr, sehr umfänglich ist. Und das bedeutet, dass und da ist nicht angefangen worden zu bauen. Also, so nun kann man sich ja fragen, woran liegt es? Wir sind gerade dabei, das zu prüfen. Und was deutlich wird, ist eben, dass wir immer wieder auch Bauunternehmen haben, die sagen, wir lassen da mal eine Baugenehmigung uns geben, aber wir haben eigentlich gar nicht vor zu bauen, weil wir gerne die Wertsteigerung des Grundstückes wollen. Und da müssen wir auch rein. Wir müssen uns fragen, warum wird, wenn Baugenehmigungen erteilt worden sind, wenn Baurecht da ist, nicht begonnen zu bauen? Da müsste man sie verpflichten, sozusagen dann schnell anzufangen? Na, das ist schon so, ja. Und wenn es eben zu spekulativen Zwecken ist, dann eben auch das. Ich sage nicht, dass das alle sind, aber es ist ein Mix an Dingen, warum es nicht funktioniert. Die Förderbedingungen müssen vereinfacht werden. Die Frage, wie wir Verfahren beschleunigen können, ist eine. Die Frage, wie wir uns wirklich auch konkrete Ziele setzen, die wir dann auch erfüllen, also wie wir Hürden abbauen. Und warum gibt es Baugenehmigungen, die erteilt sind, wo aber lange nicht gebaut wurden? Da muss man eben auch dann sagen, okay, wie kann man da auch verbindlicher werden an der Stelle, dass nicht nur die Baugenehmigung da liegt und es nicht losgeht. Okay, ich würde gerne die beiden Herren, die zugeschaltet sind, noch mal zu Wort kommen lassen, Herrn Tschentscher und Herrn Würzner. Wenn Sie das gehört haben, jetzt was Frau Giffey sagt und die Frage der Genehmigung des Abrufens von Fördermitteln. Herr Tschentscher, was ist denn da Ihre Erfahrung?
Ja, wir haben ganz viele Anträge jetzt in dem Stapel liegen, der jetzt nicht mehr im vollen Umfang gefördert werden soll. Das heißt, wir haben kein Problem damit, Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Aber es ist natürlich schon so, wenn Sie Sozialwohnungen bauen wollen, geförderte Wohnungen bauen wollen, brauchen Sie Investoren, die das auch tun. Und für die Investoren sieht es oft so aus, dass sie am Ende ja eine Wirtschaftlichkeit in dem Projekt sehen müssen. Und da ist eine geförderte Wohnung, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf, wenig attraktiv. Und selbst die Genossenschaften und die städtischen Wohnungsbauunternehmen können ja am Ende in der bauwirtschaftlichen, also an der Wirtschaftlichkeit des Bauens auch nicht vorbei. Wir brauchen am Ende ein günstiges Bauen, wir brauchen Fördermittel, aber am Ende wird alles auch wieder über die Miete zu refinanzieren sein. Es verschwindet nicht plötzlich Aufwand in dem System, sondern alles muss irgendjemand am Ende zahlen. Und deswegen kommt es sehr darauf an, was wir eben besprochen haben, dass bei der energetischen Sanierung auf Effizienz des Mitteleinsatzes geachtet wird. Dass bei der Grundstücks zur Verfügungstellung, dass wir versuchen, die Grundstückspreise zu steuern, dass sie eben für solche Projekte dann auch günstiger zur Verfügung stehen. Wir müssen sehen, dass wir günstig bauen im Sinne von, also die Baukosten sind nicht nur höhere Gewalt. Es kommt auch darauf an, wie gebaut wird. Ob wir gute Standards hinbekommen oder ob Auflagen gemacht werden zu besonderer Fassadengestaltung, zu Aufzügen und Kellerräumen und was auch allem. Wir versuchen in Hamburg serielles, guten Standard des Bauens vorzugeben, aber nicht immer noch mehr Anforderungen an die Investoren zu stellen, um dann zu sagen, jetzt muss die Wohnung auch noch für 8,10 Euro zur Verfügung stehen. Das heißt, wir müssen an vielen Stellen auf die immobilienwirtschaftliche Rechnung blicken und es den Investoren, den Genossenschaften, unseren eigenen Unternehmen auch zu ermöglichen, solide, gut zu bauen, einen sehr guten energetischen Standard herzustellen, aber das alles dann auch noch in einer bezahlbaren Miete abzubilden. Es ist nicht damit getan, das wollte ich einmal noch auf Herrn Bartsch erwidern, einfach zu sagen, einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung. Das macht die Rechnung nicht günstiger. Wir verlängern derzeit zwar die Bindung. Wir sind von 10 Jahren angefangen, sind auf 15, 20 Jahre gegangen. Wir haben jetzt auch Bindungen von 30 Jahren. Aber auf der anderen Seite sehen wir, wenn eine günstige Wohnung einmal gebaut ist und sie bei den Genossenschaften oder bei den städtischen Wohnungsbauunternehmen liegt, dann bleiben diese Wohnungen als günstiger Wohnraum auch vorhanden, wenn die Bindung irgendwann rausfällt. Und deswegen ist es alles nicht so ganz simpel. Wir sollten insgesamt wirklich sehr darauf achten, dass wir bei den Grundstücken, bei dem Erschließen, bei dem Ausgestalten von Quartieren und beim energetischen Standard sehr, sehr kostenbewusst sind. Und es geht. Wir können gut bauen, wir können architektonisch anspruchsvoll bauen, aber man muss sich die Mühe geben, das immer auf die Wirtschaftlichkeit hin auch zu prüfen. Okay, vielen Dank, Herr Tschentscher. Und Herr Würzner, wie ist es denn bei Ihnen? Wie läuft es da mit Planungen, mit Genehmigungen, die Sachen, die hier so als Hindernis auch geschildert werden, gerade wenn es um Fördermittel auch geht? Also ich glaube, das ist mittlerweile wirklich ein zentraler Punkt. Wie hoch sind unsere Auflagen? Wie teuer machen wir das Bauen? Ich will vielleicht auch nochmal in die Runde werfen. Wir können heutzutage nicht mehr unter 10,50 Euro, 11 Euro bauen. Also das ist in unseren Verdichtungsräumen so gut wie gar nicht möglich mit dem Standard, den wir uns selber gesetzt haben. Da bin ich jetzt so nicht beim Passivhausstandard. Also wir müssen wahrnehmen, wir haben einen Preis, den wir zu zahlen haben, dafür, dass wir einen Qualitätsanspruch haben. Ich bin jetzt nicht in der Extreme. Also da auch, was Herr Tschentscher, auch zu gucken, wie man baut, dass man sagt, man muss dann auch ein bisschen Abstriche machen bei der Qualität oder bei dem Standard? Ja, so schnell springe ich nicht. Wir haben ein Areal, das ist so groß wie der Hamburger City, klimaneutral gebaut. Das ist weit mehr als der Standard, über den jetzt diskutiert wird. Aber es ist ein sehr beliebter Stadtteil. Wir sind überrannt worden und wir sind Grundstückseigentümer gewesen. Beziehungsweise wir haben uns zum Grundstückseigentümer gemacht. Und das ist genau das, was eben angesprochen worden ist. Wir brauchen ein Vorkaufsrecht der Kommunen, damit wir in das Grundstücksgeschäft Steuern eingreifen können. Und damit natürlich auch bei der Vergabe eine ganz andere Mitwirkungsmöglichkeit haben. Auch dann über Standards zu diskutieren, die dann auch von Privatunternehmen finanziert werden, die das auch gerne machen, wenn die entsprechende Möglichkeit auch des Verkaufs besteht. Was wir machen, und es gibt viele Städte, die das machen, wir haben mittlerweile uns für unseren großen Neubauquartier 100 Hektar auf 50% bezahlbar verständigt.
Wir finden aber nicht mehr immer in der Anzahl auch ausreichende genossenschaftliche Unternehmen, die bereit sind, diese gewaltigen Investitionen mit zu finanzieren. Das ist nicht so einfach. Also von daher gilt es hier, die Kommune als Entwickler auch wesentlich stärker zu sehen. Das ist im Neubaubereich besonders wichtig. Und im Altbaubereich sehe ich auch große Potenziale darin, dass wir in Richtung nach 2-2,5% Altbausanierungsrate gehen, wenn es gelingt, über klare Energieagenturen, die beratend dabei sind, die diesen Prozess begleiten, durch kommunale Ergänzungsförderprogramme auch im Bereich Klimaschutz, dass wir damit auch die Potenziale heben, die man heben kann, wenn sowieso saniert wird. Und das ist dann auch kostengünstiger und das kann man dann auch sozial abpuffern seitens der Kommune, wenn das gut in einer Symbiose gelingt. Das ist genauso wie die Abschreibung, das ist auch ein gutes Modell, aber die Abschreibungserhöhung von 2-3% ist noch nicht gepuffert auf die einzelnen Zielgruppen. Da muss man dann natürlich noch nachsteuern. Also es gibt da viele Ansätze und man kann da auch eine Menge machen. Herr Tschentscher, Sie wollen kurz noch reagieren? Darf ich noch mal einen Punkt hinzufügen, weil mir das einfach sehr wichtig ist. Wir haben ja jetzt 10 Jahre Erfahrung damit. Wir haben Projekte, in denen können wir gut und solide bauen, mit einer nicht geförderten Anfangsmiete von 8 € pro Quadratmeter. Das haben wir uns aus der privaten Immobilienwirtschaft angesehen, wie das funktioniert. Dann muss man seriell, man muss standardisiert vorgehen. Am besten ist, wir haben Typenbaugenehmigungen, damit die Planungs- und Genehmigungskosten gering werden. Wir brauchen dafür die geeigneten, günstigen Grundstücke. Das wird natürlich irgendwann auch weiter nach oben gehen. Mein Wunsch ist nur, dass wir verstehen, dass wir die Wirtschaftlichkeit von Projekten bedenken müssen. Man kann auch ein Projekt wirtschaftlicher bekommen, indem man es mal 1 oder 2 Geschosse größer macht. Auch so etwas kann gut in Stadtplanung eingebaut werden. Und wir haben es immer wieder genutzt, damit wir nicht nur im Wohnungsbau, sondern auch im Gewerbeflächenbau vorankommen. Diese Verdichtung an vielen Stellen ist auch ökologisch vernünftig. Eine Stadt, die immer weiter in die Breite wächst, versiegelt viel zu viel Flächen, macht viel zusätzliche Infrastruktur erforderlich. Also eine gewisse Verdichtung in bestimmten Stadträumen ist ökologisch vernünftig und immobilienwirtschaftlich sinnvoll. An vielen Stellschrauben kann man darauf hinwirken, dass wir günstiger bauen und das nicht als höhere Gewalt ansehen, dass wir mittlerweile diese sehr starken Baukostensteigerungen gesehen haben. Okay, vielen Dank. Wir kommen gleich noch dazu auf die Frage von Flächen und so weiter. Ich würde ganz gerne zum nächsten Kapitel gehen, es sei denn, die Herren hätten, Herr Feuerbach, Sie wollten noch was kurz. Also ich würde gerne... Ja. Zumindest 2 Bemerkungen. Es sind so viele Themen angesprochen worden. Das eine ist, weil Sie haben ja diesen wunderbaren Film gezeigt und diese riesigen Beträge. Und nun sind das wirklich Illusionen. Aber eins muss man ja ehrlicherweise sagen, vieles, was hier besprochen wird, muss natürlich im Haushalt abgebildet werden. Und also ein ganz klein wenig als Haushaltspolitiker kann ich nur festhalten, wir haben eine riesige Verschuldung durch die Corona-Pandemie, völlig in Ordnung. Die Schuldenbremse soll im nächsten Jahr eingehalten werden. Wir haben so kleine Projekte wie die Kindergrundsicherung und so weiter, die Milliarden kosten werden. Und wenn mir dann jemand sagt, wir kommen irgendwie mit 1 oder 2 Milliarden hier in diesem Bereich, dann ist das eine Illusion, dann können wir über sehr viel reden. Und der zweite Punkt, den ich sagen will, also einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung ist ein einfacher Satz, das ist wahr. Es ist vernünftig, dass die Bindung verlängert wird, ist ein wichtiger Schritt. Aber wenn wir ganz sachlich die Entwicklung der letzten Jahre uns anschauen, sehen wir, dass von ehemals 4 Millionen wir jetzt immer weiter runtergegangen sind und auch in der letzten Legislatur sind es weniger geworden. Und deshalb wird man im System, da ist vieles, was gesagt worden ist, insbesondere auch von Herrn Tschentscher, Frau Giffey und dem Heidelberger Oberbürgermeister, alles in Ordnung im System. Aber wenn wir nicht bei dem Thema wirklich Boden, dass Bauland in Gemeinschaftshand kommt, dass Kommunen mehr im Eigentum haben. Ein Blick in das schöne Städtchen Ulm zeigt uns 40% im Eigentum. Dort gibt es dann eine Bodenbewirtschaftung und vieles ist billiger. Ich komme aus Vorpommern, also da darf man 10 € nicht sagen. Also das ist natürlich viel zu hoch, da wird alles viel, viel mehr. Warum? Weil natürlich weit weg von der Ostseeküste ist das Bauland viel billiger. Zentral ist Bodenbewirtschaftung. Das ist in Berlin ein bisschen schwieriger, weil da ist nicht mehr so sehr deshalb viel. Deshalb kommen wir auch gleich nochmal auf die Frage, wie man baut. Ich wollte diese beiden Aspekte, den haushaltspolitischen, ich meine, da muss man ehrlich sein. Ansonsten führen wir hier eine Phantomdiskussion und wenn die Haushaltsberatungen sind, sehen wir, dass es leider nicht mehr Mittel im System sind und diese wunderbaren Zahlen werden null realisiert. Ja, Herr Jung, dann noch kurz und dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Ja, in einem Punkt hat der Herr Bartsch ja recht. Wir unterstreichen hier alle die Priorität, die Klimaschutz hat, die Bauen hat, die Sanierungen haben. Und diese Priorität muss sich selbstverständlich auch im Haushalt
dann abbilden. Das ist eine Aufgabe der Bundesregierung. Was wir jetzt brauchen, ist schnell Klarheit. Sie haben ja nach den Förderungen gefragt. Klarheit, wie geht es da weiter? Da ist im Januar, Kevin Kühnert hat es angesprochen, viel Porzellan zerschlagen worden. Und jetzt müssen wir, müssen die, die bauen und sanieren wollen, wissen, wie geht es weiter? Und da brauchen wir einen Instrumentenmix für Sanierung im Bestand. Dazu gehört die KfW-Förderung. Robert Habeck hat vorher gesagt, die geht weiter. Das ist ja bisher eine politische Ankündigung. Es ist noch nicht umgesetzt. Da brauchen wir Klarheit. Wir brauchen die Steuerförderung. Die Ampel, was ich sehr begrüßt habe, hat in dem Koalitionsvertrag sich ausgesprochen für die Superabschreibung für Klimaschutz. Das ist eine richtige Maßnahme, haben wir schon in der letzten Legislaturperiode gefordert. Olaf Scholz hat sie umgesetzt für Digitalisierung, aber nicht für Klimaschutz. Das muss jetzt gemacht werden. Ich bedauere es, dass es jetzt in der Ampel eine Diskussion gibt, das hinten anzustellen, weil wir brauchen diese Investitionen ja jetzt. Und deshalb ist gut, dass da auch nochmal drüber diskutiert wird. Mhm. Dann brauchen wir eine Verbesserung der steuerlichen Gebäudesanierung. Die gilt bisher dann, wenn man eine selbstgenutzte Immobilie bewohnt. Die muss aber auch dann gelten, wenn man diese Immobilie vermietet. Die muss für gewerbliche Vermietung gelten, weil aus Sicht des Klimaschutzes, aus Sicht des Wohnraums ist es unbeachtlich, ob man selber drin wohnt oder ob man es vermietet. Das heißt, da ist Verbesserungsbedarf da. Und dann muss man, glaube ich, sehr sensibel über das diskutieren, was da im Bereich Ordnungsrecht im Bestand vorgesehen ist, weil da immer die Gefahr ist, dass dann Sanierungen möglicherweise aufgeschoben werden, wenn dann, wenn man eine Sanierung macht, bestimmte Pflichten eintreffen. Und deshalb möchte ich da sehr dafür plädieren, dass man im Bestand einen großen Schwerpunkt auf die Förderung macht und hier bald Klarheit hat. Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf, auf den Bestand. Und gleich haben Sie auch nochmal Gelegenheit, Frau Lang und Herr Kühnert, weil wir machen sozusagen weiter mit dem Thema Förderung. Nämlich wir schauen wir gehen zum Thema Effizienzhaus. Darüber gab es ja genug Auseinandersetzungen. Wir haben es ja auch vorhin eben in der Rede von Herrn Habeck gehört. Auch es ging eben die Auseinandersetzung um das Effizienzhaus 40. Das haben Sie in der Studie auch schon gehört. Also Faktencheck, Effizienzhaus jetzt bitte. Viel hilft viel? Falsch. Jedenfalls bei den Energiesparmaßnahmen gilt vor allem neueste Heizungstechnik. Neueste Lüftungstechnik, der High-End-Standard, kostet unverhältnismäßig viel Geld. Jeder nach oben getunte Klimaschutz im Gebäude bringt im Verhältnis zum investierten Geld aber immer weniger Klimaschutzeffekte. Die Faustregel fürs Klimasanieren: erst die Gebäudehülle, dann die Technik. Und je simpler und damit alltagstauglicher die Technik, desto besser. Ein bestehendes Ein- oder Zweifamilienhaus ist in der Baupraxis gut auf das Niveau vom KfW-Effizienzhaus 115 zu bringen. Die Kosten dafür zwischen 660 und 1070 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Der energetische Ehrgeiz von Effizienzhaus 40 kostet dagegen mindestens 50% mehr. In der Spitze sogar knapp 1600 Euro pro Quadratmeter. Das Bauforschungsinstitut ARGE spricht hier vom falsch investierten Euro. Grundsätzlich gilt, im Neubau sind höhere Standards leichter zu erreichen als bei Altbauten. Die Empfehlung der Wissenschaftler: beim Neubau ist KfW 70 der sinnvolle Standard. Beim Altbau ist das Effizienzhaus 115 vernünftig und noch machbar. Was dann kommen muss, um klimaneutral zu werden, ist grüne Energie. Wärme und Strom regenerativ erzeugt. Ja, Frau Lang, wollen die Grünen oder will diese neue Ampelregierung, will die zu viel mit dem Effizienzhaus 40, was so viel teurer ist und letztendlich es sich nicht auszahlt? Ich will vielleicht, wenn es geht, noch mal ganz kurz auf Herr Jung eingehen, bevor ich dann konkret auf diese Frage. Ich muss einmal sagen, dass ich wirklich sehr neidisch bin auf die Stimme, die diese Videos einspricht. Das bräuchten wir auf jeden Fall für viele politische Kampagnenvideos auch. Das klingt immer sehr überzeugend. Genau, wenn Sie mir die Kontakte vermitteln können, sehr, sehr gerne. Aber erstmal noch mal kurz zu dem, was Herr Jung gesagt hat. Die Klarheit, die Sie gerade beansprucht haben, die werden Sie bekommen. Das hat man ja schon gemerkt, sowohl bei Frau Geiwitz als auch bei Herrn Habeck. Ich finde übrigens, dass die Art und Weise, wie die beiden zusammen Politik machen, schon zeigt, dass dieser Widerspruch von Klima
Klimaschutz und Soziales beim Bauen und beim Wohnen keiner ist, der diese Ampelregierung prägt, sondern dass man da sehr eng zusammenarbeitet. Ich glaube, der Januar ist schlecht gelaufen, das hat Kevin gerade gesagt, ich glaube, da sind wir uns alle einig, da erzählt man niemals Neues. Aber was dadurch zumindest mal passiert ist, ist, dass wir jetzt gezielter darüber sprechen, was soll denn genau gefördert werden. Wenn wir sehen, wie viel Geld in diesem Bereich gebraucht wird und wie teuer, und das stimmt ja, tatsächlich die Klimaneutralität im Baubereich ist, dann ist es ja wichtig, dass wir uns überlegen, was macht es wirklich Sinn zu fördern und da dann auch hohe Standards ansetzen, die dann den Zielen auch gerecht werden und eben genau diese auch fördern und nicht Fördertöpfe aufstellen, die am Ende eigentlich den Zielen gar nicht entsprechen und so das Geld an die falsche Stelle für schieben und dass wir auch explizit den sozialen Wohnungsbau fördern. Aber, kurze Nachfrage. Wir haben bei der Studie auch gesehen, dass vor allen Dingen auch bei den Einfamilienhäusern noch viel Bedarf ist. Warum soll ich als Besitzer eines Einfamilienhauses so viel Geld in die Hand nehmen, dass ich nie wieder zurückzahlt? Also wie können Sie das erwarten, dass Bürgerinnen und Bürger das tun? Genau deshalb fördern wir ja und geben da eben eine Unterstützung. Aber die können ja nie am Ende das alles zahlt bezahlen. Es sich natürlich in Teilen und zurück. Und am Ende zahlt es also Steuerzahler. Am Ende zahlt es sich zurück, indem wir dafür sorgen, dass dadurch ja auch das Heizen in diesen Häusern billiger wird, dass Effizienz ja dazu führt, dass man weniger tatsächlich am Ende verbraucht und dadurch auch besser leben kann. Und ich habe ja gesagt, wir können gern darüber reden, wie diese Standards konkret ausgestaltet werden können. Sie müssen aber, und das sind die Vorschläge, die wir hier gesehen haben, müssen den Klimazielen auch entsprechen, weil sonst investieren wir viel Geld und am Ende schrammen wir trotzdem an dem vorbei, was wir tatsächlich am Ende brauchen. Pariser Klimaabkommen wurde hier schon angesprochen. Das heißt, zu überlegen, wie können die Standards so ausgestaltet werden, da bin ich gerne dazu bereit, wie können sie auch mit anderen Ansätzen verbunden werden. Wir haben den Quartiersansatz, wir haben über ganz viele Punkte hier schon gesprochen, dazu bin ich auch gerne bereit. Sie müssen aber am Ende so gut sein, dass sie den Klimazielen entsprechen. Ich glaube, was tatsächlich stimmt, und das wurde ja auch in den vorherigen Runden schon angesprochen, dass der reine Fokus auf das eine Haus, also wir schauen auf das eine Einfamilienhaus, nicht der richtige sein kann, sondern dass wir natürlich auch die Quartiersentwicklung anschauen müssen. Ich würde aber noch einen Punkt sagen, wir brauchen mehr Energien. Das stimmt, wir sind gerade mit dieser neuen Bundesregierung dabei, auf Hochbetrieb daran zu arbeiten, wie wir die erneuerbaren Energien ausbauen können. Wir erleben aber auch, dass wir einen wahnsinnig großen Energiehunger haben. Das heißt, es wird nicht reichen, einfach nur zu sagen, wir machen ein bisschen weniger bei der Effizienz und dafür mit den erneuerbaren Energien, weil dafür wird es am Ende nicht reichen, auch wenn wir jetzt wahnsinnig stark ausbauen. Das heißt, Effizienz und erneuerbare Energien müssen Hand in Hand gehen. Aber dann, Herr Kühnert, vielleicht können Sie es dann noch ergänzen, wenn das so ist und wenn man sagt, es wird sowieso nicht reichen, dann wäre es doch sinnvoller, man würde von vornherein nicht ganz solche hohen Standards setzen. Ich glaube, jetzt müssen wir mal zwei, drei Sachen auseinander dividieren. Die Ziele dieser Bundesregierung sind nicht darauf ausgerichtet, dass jeder Eigentümer in Deutschland in den nächsten 3 Jahren seine Gebäudehülle anfassen muss, sondern wir haben sehr klare Ziele im Neubau formuliert, die sind ambitioniert und die müssen zumindest in einem Teilbereich davon gleichzeitig synchronisierbar sein mit dem Ziel, auch bezahlbaren Wohnraum für breite Teile der Gesellschaft herzustellen. Aber der übergroße Anteil des Wohnraums in Deutschland ist Bestand. Und wird das auch am Ende dieser Wahlperiode immer noch sein. Das sind die Gebäude, die da sind. Und die Botschaft der Ampel-Bundesregierung ist nicht, dass alle Eigenheimbesitzerinnen und Besitzer in Deutschland in den nächsten Jahren, wo sowieso bei den Handwerkern die Auftragsbücher voll sind, jetzt zusehen sollen, dass sie irgendwas mit ihrer Gebäudehülle machen. Wir wollen die gezielt dabei unterstützen, die wirklich schlechte, nicht effiziente Gebäude haben. Da müssen wir ein Eigeninteresse daran haben, dass die Leute an diese Gebäude rangehen, denn das steht uns in den Klimabilanzen am Ende im Weg. Und da geht es ja nicht nur einfach um irgendeine Förderung, die man draufgießt, sondern das ist ja auch in den Programmen schon drin, über die wir eben gesprochen haben. Vielleicht ist das einigen gar nicht bewusst, wenn wir über die soziale Wohnraumförderung sprechen, bei der jetzt gerufen wird, mehr, mehr, mehr. Und es waren in den letzten Jahren mehr und es wird, wie viel auch immer genau, noch mehr sein. Und das muss entsprechend untersetzt sein durch Länder, die auch mitgehen. In dieser sozialen Wohnraumförderung ist bislang in den abfließenden Mitteln ein Drittel soziale Eigenheimförderung mit drin. Das ist Geld, was gar nicht in das Hochziehen eines Fünfgeschossers mit Mietwohnungen reinfließt, sondern das ist Geld, was aufgewendet wird, um Menschen, die ein jahrzehntealtes, ein Familienhäuschen oder Doppelhaushälfte besitzen, die in der Familie weitervererbt wurde, um denen ermöglichen zu können, im Alter in dieser Immobilie bleiben zu können. Weil die Mitte 70 sind, weil die gar kein Darlehen bei der Bank bekommen und sich jetzt aber mit Anforderungen konfrontiert sehen, mit ihrem Gebäude was zu machen. Oder auch ein
einfach merken, dass es Hölle teuer wird, wenn der alte Ölkessel im Keller ist oder es durch den Fenster durchzieht und die Wärme zum Fenster rausgeht am Ende. Die wollen was machen, die wollen ihren Beitrag leisten und die verdienen dabei Unterstützung. Und das gibt es auch jetzt schon. Das muss halt bedarfsgerecht angepasst werden. Aber wir müssen jetzt nicht so tun, dass nur weil wir jetzt endlich mal angemessen über Klimaschutz im Gebäudesektor sprechen, plötzlich die Milliardenbeträge über uns hereinbrechen und wir ansonsten eine Gesellschaft der Obdachlosigkeit oder so haben werden. Also bitte wirklich um ein bisschen Ordnung in dieser Diskussion, damit die Leute nicht zu Hause vom Sofa fallen und denken, sie müssen jetzt alle aus ihren Gebäuden raus. Okay, Frau Giffey, wie empfinden Sie das denn, diese Diskussion? Naja, ich sag mal, auf der einen Seite, wir brauchen Förderung, die auch von Menschen abgerufen werden kann, weil sie sagen, das ist das, was ich brauche und was ich mir letztendlich auch leisten kann. Und das andere ist, wir müssen auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also ich sag mal, es ist ja richtig, die das wollen, die diesen Schritt für sich selber entschieden haben, ja, wir wollen in unser Haus, in unser Gebäude investieren, sollen die Unterstützung bekommen. Das muss möglichst einfach handelbar sein. Und wenn eben wir mit der Immobilienwirtschaft darüber sprechen, wie wir ein Bündnis schließen können über den Bau von bezahlbaren Wohnungen, das machen wir gerade in Berlin, dann müssen wir darüber reden, unter welchen Bedingungen es auch für unsere Partner, die das bauen, sollen, so ist, dass sie die Fördermittel auch in Anspruch nehmen können. Teilweise ist die Situation, dass lieber gesagt wird, ach lass mal sein, wir machen das auf unsere Faust, das ist zu kompliziert, das sind solche Auflagen, solche Anforderungen, da lassen wir die Finger von. Und das darf auch nicht sein. Wenn wir öffentliche Fördergelder ausgeben, müssen die handelbar sein, praktikabel und dem Bedarf entsprechen. Und man muss auch es schaffen, in der Argumentation, gerade was die kleinen sag ich mal, Häuslebesitzer betrifft, die ob solcher Diskussion natürlich in Sorge verfallen, dass man eben sagt, das alles wird nicht von heute auf morgen gehen. Das ist schrittweise und wir müssen eben auch die berücksichtigen, die an dem heutigen Tag einfach noch nicht so weit sind, dass sie solche hohen Energiestandards für sich, für ihr Haus umsetzen können. Aber alle und merken ja, dass Energie teurer wird. Und haben auf jeden Fall. Interesse, deshalb gibt es ja einen Willen und deswegen muss man eben gucken, wie kriegt man es verhältnismäßig hin. Und vielleicht ist es manchmal auch gut, 80% der Wünsche mit weniger Einsatz erfüllt zu bekommen, als immer zu sagen, wir wollen 100% der das Wünsche. Das ist konkret umgesetzt, übersetzt auf das Effizienzhaus. Sie finden dann, man kann sich mit 70 oder 115 zufrieden geben? Ich finde, dass man verhältnismäßig bleiben sollte bei all dem. Und wenn wir schaffen, ein gutes Ergebnis zu erzielen und vielleicht nicht alles erfüllt zu bekommen, was man sich auch immer erträumt, dann ist es besser, als wenn Leute sagen, das ist so ein hoher Standard, da lasse ich die Finger von, da bin ich raus. Und da muss man, glaube ich, im Mittel bleiben. Okay, wie sehen Sie es, Herr Bartsch, Herr Jung? Na, also wir alle sehen, dass die Herausforderung gewaltig ist und dass nur das mit Förderung geht. Und wir haben dieses, ich nenne das etwas deutlicher, traumatische Erlebnis des Januars gehabt. Wir haben gesehen, wie viel Bedarf da ist. Und aus haushalterischen Gründen, Herr Habeck hat das vorhin geschildert, wurde ein Stoppzeichen gesetzt, was für viele eine gewaltige Enttäuschung war. Aber eines muss doch klar sein, nicht, dass wir nur neue Programme brauchen, da hat Herr Jung recht. Sie müssen auch entsprechend ausgestattet werden. Dass genau das, was Bedarf ist, und da bin ich ja sehr dafür, das muss nicht der hundertprozentige Standard in jedem Fall sein, aber wir müssen ja dahin kommen, dass wir im Gebäudesektor etwas tun. Und da wissen wir ja eins, insbesondere die Gebäude, die in der Zeit bis 1980 gebaut worden sind, da leben ganz viele mit niedrigen Einkommen. Und das ist eine riesige Herausforderung, das zusammenzuführen mit den Eigentümern. Und deswegen bleibe ich dabei, hier muss auch haushalterisch deutlich nachgearbeitet werden, sonst wird das alles nicht funktionieren, ob das über den Bundeshaushalt, die KfW, wie man das macht, das soll jetzt nicht das Problem sein. Aber Fakt ist, mit den bisherigen Mitteln, das hat der Januar gezeigt, wird es nicht ausreichend sein, da muss nachgelegt werden. Das ist eine Frage, ist völlig richtig gesagt, Prioritätensetzung. Ist das eine Priorität dieser Sektor oder ist er das nicht? Wir haben ein neues Ministerium, gute Entscheidung, aber wird es auch entsprechend ausgestattet und gibt es die entsprechenden Möglichkeiten für die Bauwirtschaft, für die Eigentümer und auch für die Mieterinnen und Mieter, dass das wirklich zielorientiert umgesetzt werden kann? Herr Jung, wo würden Sie sagen, ist das zu hoch, zu weit geschossen mit dem Effizienzhaus 40? Also ich würde zunächst mal differenzieren wollen zwischen den Standards und der Förderung beim Neubau. Bei den Standards hat noch die alte Bundesregierung beschlossen, dass in diesem Jahr 2022 geprüft, debattiert und entschieden werden soll, welche Standards die richtigen sind. Daran
fühle ich mich gebunden, auch als Oppositionspolitiker. Ich finde nur, die Ampel hat dieses Ergebnis im Koalitionsvertrag vorweggenommen, dass es da gut ist, nochmal mit allen Betroffenen zu sprechen und zu fragen, wie erreichen wir Klimaziele, wie schaffen wir es auch so, dass es machbar, finanzierbar, umsetzbar ist. Das ist die eine Sache. Das andere ist dann die Förderung. Und wir werden auch im Neubau Förderung brauchen. Das stellt ja im Grundsatz niemand in Frage. Es ist die Entscheidung getroffen worden, EH 55 auslaufen zu lassen. Das ist nachvollziehbar. Ich würde trotzdem davor warnen, da ganz pauschal von Überförderung zu sprechen. Geld ist endlich und deshalb haben wir irgendwann eine Überförderung öffentlicher Haushalte, wenn wir Programme nicht weiterentwickeln. Aber für den Einzelnen ist es ganz oft eben eine dringend notwendige Förderung, gerade wenn wir dieses Ziel verfolgen, dass auch jemand mit einem normalen Einkommen sich ein Haus leisten soll. Und deshalb finde ich, ist das auch eine Frage der Wortwahl. Und was das Programm angeht, finde ich es nachvollziehbar zu sagen, wenn man EH 55 auslaufen lässt, dann konzentrieren wir uns auf EH 40. Aber ich verstehe nicht, warum man dann sagt, und bei EH 40 halbieren wir die Förderung. Da müsste man doch eigentlich sagen, und umso mehr, weil wir wissen, dass dieser hohe Standard viel kostet, wollen wir da in besonderer Weise fördern. Und deshalb glaube ich, da muss im Detail wirklich nochmal nachgearbeitet werden. Wird auch, glaube ich, nachgearbeitet. Das wurde ja heute versprochen. Wir kommen zu unserem nächsten Kapitel. Wir haben ja auch darüber gesprochen, über Baulandpreise gesprochen und die Frage, wie man noch mehr im Bestand eben bauen kann. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Chance durch Umbau, der Faktencheck. Zusätzliche Wohnungen ohne teures Bauland, das geht. Sogar im großen Stil, sagen Wissenschaftler der TU Darmstadt und der Argit Kiel. Dazu braucht Deutschland nur den Mut, sich umzubauen und nach oben zu wachsen. Denn da ist noch viel Luft. On Top-Etagen 1,5 Millionen zusätzliche Wohnungen sind durch Dachaufstockungen möglich. Vor allem bei Altbauten ab den 50er Jahren. Rund 400.000 neue Wohnungen auf Supermärkten. In attraktiven Citylagen. 560.000 Wohneinheiten extra bietet die Dachaufstockung von Bürokomplexen. Früher Schreibtisch und Kopierer. Heute Küche und Couch, nicht mehr genutzte Fabriken und Büros, lassen sich umbauen. Zu fast 1,9 Millionen neuen Wohnungen. Und selbst City-Parkhäuser bieten Platz für Wohnungen. 20.000 sind auf Parkdecks möglich. Unterm Strich ein Potenzial von über 4,3 Millionen neuen Wohnungen. Und im Verhältnis ist das Umbauen und Aufstocken auch noch deutlich günstiger als jeder Neubau. Ja, Küche und Couch, keiner kann das so schön sagen. Herr Würzner, ich würde gern Sie fragen, wenn Sie das sehen, diese Möglichkeit des Umbauens, das halt eben im Bestand aufstocken, all das, ist das was, wo man sagt, ja, das ist ein Mittel für viele Kommunen, die ja oft, oder kleinere Kommunen haben ja oft am Rand noch ein bisschen Platz, aber ist das eine Möglichkeit, wo Sie sagen, ja, das macht Sinn für uns? Absolut, also ich halte das auch für eines der zentralen Elemente. Wir haben das sogar jetzt vor anderthalb Jahren noch ganz aktiv diskutiert, inwieweit wir Dachgeschossausbau, fangen wir erstmal damit, noch nicht mal den Aufbau, sondern erstmal den Dachgeschossausbau, inwieweit man den genehmigungsfrei stellen könnte. Das wird sofort eine extreme Mobilisierung von Dachflächenausbau ermöglichen. Ja, entspricht dann nicht mehr ganz dem, was im Bebauungsplan festgesetzt ist. Das müsste eine Befreiung sein. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall auf der Bundesebene mal diskutieren sollen. Es gab ja ein Investitions- und Wohnbauerleichterungsgesetz nach Öffnung der Grenze, die vieles ermöglicht hat. Ich will jetzt ja nicht in die Details gehen, aber so eine Botschaft von der Bundesebene über so eine Verfahrensvereinfachung hilft enorm, in bestehenden Gebieten eine zusätzliche Wertschöpfung auf den Grundstücken zu erzielen, aber vor allem auch ein bezahlbares Modell zu realisieren. Ist ein super Modell. Konversionsflächen, alte Industriebrachen, super Modelle, ist genau das, was wir machen. Aber immer ist auch die Kommune dabei derjenige, der das immer mit begleiten sollte, mit steuern sollte. Und dann stellt man auch fest, dass diese Energiestandards gar nicht so entscheidend sind. Entscheidend ist, ich betone es immer wieder, dass sie vor Ort die Fach- und Sachkompetenz haben, dass qualifiziert überhaupt gebaut wird. Und das kann man nicht immer nur den Baufirmen überlassen, sondern das muss begleitet werden durch qualifizierte Energieberatungsstrukturen und anderes.
ja auch die Chance, wir haben ja auch über Quartiere gesprochen, dass man, Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, ein Beispiel, das Sie da genannt haben, dass man ganze Quartiere sozusagen entwickelt. Wird das besonders gut auch von Mieterinnen und Mietern angenommen? Genau, also genau das machen wir auch. Also, was eben angesprochen worden ist, ja das zentrale Thema, beispielsweise Fernwärmeversorgung, das haben die meisten Städte nicht. Die, die es haben, sind glücklich darüber, bauen das System auch aus und können von daher natürlich auch die Erneuerbaren ideal ergänzen durch neue Holzhack-Schnitzelkraftwerke, die dann ergänzend Energie einspeisen oder auch durch Wärmetauscher auch Kälte produzieren im Sommer, was ganz wichtig ist. Aber da brauchen wir Quartierslösungen. Das machen wir auch gerade im Bereich sozialer Wohnungsbau, können dann auch wirklich 50% in Quartieren sozial zur Verfügung stellen, können das auch noch finanzieren. Wenn wir diese Quartierslösung haben, jetzt gucke ich noch ein bisschen auf den Energiestandard, wenn wir dann mit Flusswärmepumpen ergänzend arbeiten, aber dann nicht nur das Bauteil über den früheren KfW-Standard oder den Energieeffizienzstandard diskutieren, sondern das Quartiers, die Quartiers-CO2-Bilanzierung. So haben wir uns auch mit meinem Stadtrat immer verständigt, das machen viele Städte jetzt. Okay, also das Quartier, dem Quartier gehört die Zukunft der Tschentscher, könnte man es so sagen, weil man da so viele verschiedene Aspekte eben miteinander in Einklang bringen kann? Ja, das ist auch unsere Erfahrung. Wir haben Siedlungen, die sind schon vor 100 Jahren entstanden. Die sind damals noch unter anderen Überlegungen so gebaut worden. Und wir sehen das bei unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, dass sie in solche bestehenden Siedlungen im Zusammenhang ohnehin mit Abriss und Neubau mehr Wohnraum auf derselben Flächen unterbringen kann. Das ist ein Stück weit Verdichtung, bei der die Qualität nicht auf der Strecke bleibt. Ich finde auch richtig, dass wir eingeschossige Supermärkte in den Innenstädten nicht mehr brauchen, sondern dass man dort mehrere Stockwerke oben drauf setzt. Wir haben hier Drogerienketten in Hamburg, die das von sich aus sozusagen umsetzen, die also im Grunde dann auch, wenn man so will, Werkswohnungen bauen. Und ein wichtiger Punkt ist in Hamburg jedenfalls gewesen, Baulücken zu schließen, die wir nach den Bombardements des Zweiten Weltkriegs bis heute gehabt haben. Eingeschossige Lücken in einer sonst geschlossenen Bebauung lassen sich wunderbar schließen. Und der Stadtteil, in dem ich wohne, in Barmbek in Hamburg, ist das in den letzten Jahren so passiert, dass wir Tausende an Wohnungen neu gebaut haben. Aber im Gegenteil, die Qualität des Lebens im Stadtteil ist dadurch nicht kleiner geworden, sondern der Stadtteil gewinnt dabei. Wenn es um den Umbau geht, vor allem um den Umbau alter Substanz. Wir haben zum Teil denkmalschutzwürdige Substanz in alten Krankenhausgebäuden. Dort zeigt die praktische Erfahrung, dass es nicht ganz billig ist. Da traue ich nicht so der Umbauzahl, die ich da gerade gelesen habe. Es gibt komplizierte Objekte, die sich nicht gut umnutzen lassen. Aber da, wo man aufstocken kann, wo man Baulücken schließen kann, eingeschossige Supermärkte mit drei Geschossen Wohnraum ergänzen kann, auch auf Schulgeländen kann man Kitas unterbringen. Wir können Flächen sparen und Flächen dem Wohnungsbau zusätzlich zur Verfügung stellen, wenn wir solche innere Verdichtung akzeptieren. Und es ist auch eine Erfahrung aus Großstädten, das gilt genauso für Wien, wahrscheinlich ist es in Berlin ähnlich, bei uns in Hamburg gilt es auch. Die eng bebauten, quirligen Stadtteile sind oft die, die dann am Ende auch noch die größte Beliebtheit haben bei den Menschen, weil es nicht immer so ist, dass viel Platz dann bedeutet, dass dort man auch gerne lebt. Es gibt unterschiedliche Anforderungen und Interessen. Und deswegen gilt für Wien, für Hamburg, für viele Städte, dort, wo es eng bebaut ist, wo es quirlig ist, wo es urban zugeht, dort gibt es auch eine hohe Lebensqualität. Dann schauen wir noch mal nach Berlin, Frau Giffey. Klar, wenn man durch Berlin fährt, dann merkt man, oh, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke, das fällt einem auf. Wie schnell können Sie die füllen? Ja, also ich kann das nur bestätigen. Der Wunsch, in dicht besiedelten, gerade in den Berliner Altbauquartieren eine Wohnung zu bekommen, der ist offensichtlich und deswegen ist Verdichtung nicht automatisch was Schlechtes, sondern etwas Gutes, weil eben Flächen auch geschont werden, weil Berlin eben sowohl in die Dichte als auch in die Höhe, als auch teilweise, ja, in die Breite wachsen muss. Aber wir dürfen die Dichte und die Höhe nicht vergessen dabei. Und natürlich ist es uns auch ein Anliegen, wir haben hier in Berlin gerade beim Thema nicht nur Aufstockung von Drogeriemärkten, sondern auch von Supermärkten ja noch ein riesiges Potenzial. Wir haben sehr viele Supermärkte, die wirklich eingeschossig mitten in den Innenstadtlagen sehr viel Platz wegnehmen und auf der anderen Seite sehr, sehr gut geeignet wären für Wohnungsbau. Und ist es dann leicht, dafür Investoren zu finden? Oder sind es sogar die Supermarktketten dann selbst, die sagen, teilweise
Normalerweise sind es die Supermarktketten selbst, die solche Initiativen schon starten. Wir haben jetzt ein Beispiel sogar in Kombination mit Schwimmbad, Studentenwohnen, Aufstockung. Das ist alles möglich. Und für uns geht es jetzt darum, wir werden hier in Berlin die Bauordnung ja verändern und werden gerade solche Aufstockungen auch bei Dachgeschossausbauten versuchen zu vereinfachen, dass wir also gerade in die Höhe und in die Dichte wachsen, Dinge mehr ermöglichen, damit wir eben diese Lücken schließen und trotzdem lebenswerte Stadtquartiere erhalten und eben nicht zu viele Flächen zusätzlich versiegeln müssen. Aber vielleicht auch noch ein Punkt, wenn dann versiegelt werden muss, dann ist ja in den Innenstadtlagen vielfach die Problematik, dass nicht genügend Ausgleichsflächen da sind. Wir können dann teilweise nach Brandenburg ausweichen, aber das reicht eben auch nicht. Und wir haben jetzt hier in Berlin gerade im Senat beschlossen, die Einführung eines Ökokontos, bei dem man, wenn man keine Ausgleichsfläche findet in der Innenstadtlage oder in, überhaupt auf Berliner Stadtgebiet, eben auch in ein Ökokonto einzahlen kann, womit dann stehende Gewässer, kleinere fließende Gewässer und Biotope in der Stadt, Grünflächen, wir nennen das die blauen Perlen für Berlin, finanziert werden können. Damit kann man eben auch schaffen, Dinge zu beschleunigen, wenn Ausgleichsfläche nicht so schnell gefunden werden kann, dann eben auch zu sagen, wir gehen dann eben in andere Formen des Ausgleichs, damit eben auch Baubeschleunigung, Wohnungsbau möglich ist, aber der ökologische Aspekt auch berücksichtigt wird. Frau Lang, Sie haben selber in Berlin auch Wohnungen gesucht. Ich habe das bei Twitter gelesen, 2019 haben Sie geschrieben, hey Kids, ich suche ab dem 1. September eine Wohnung in Berlin unter 400 Euro, sonst bin ich sehr flexibel. Statt mitleidige Kommentare schreiben, wäre es super, wenn ihr überlegt, ob ihr jemanden kennt, der gerne seinen Balkon oder Keller untervermieten will. Also erstmal die Frage, waren Sie erfolgreich und was sind dann Ihre Erfahrungen da gewesen, woraus Sie dann sagen, so müsste man es machen in Berlin? Ich war erfolgreich, ich habe sogar was anderes als einen Balkon gefunden, ein WG-Zimmer, da wohne ich immer noch, jetzt bin ich wieder am Suchen. Nein, aber ich glaube tatsächlich, das, was da gerade beschrieben wurde, das ist ja ein sehr sinnvoller Weg, wie man auch wiederum, das, was ja, glaube ich, heute das ganze Podium ja an vielen Stellen beherrscht, diese Frage Ökologie und Soziales zusammendenken. Wie man auf der einen Seite eine stärkere Flächenversiegelung vermeiden kann und auf der anderen Seite eben auch ein ja, lebenswertes Leben. Und ich glaube übrigens auch mit der Herausforderung, die von Ihnen ja mehrmals angesprochen wurde, der demografische Wandel. Wenn wir uns das anschauen, altersgerechtes Wohnen, dann sind eben auch hier die Nachversiedlungen und die Quartiersentwicklung ein ganz entscheidender Faktor. Wenn wir uns anschauen, wie kann Pflege gut organisiert werden, wie kann Unterstützung von älteren Menschen gut organisiert werden. Und deshalb, und das haben wir uns ja zum Glück auch im Koalitionsvertrag vorgenommen, müssen wir die gesetzlichen Grundlagen überarbeiten, um zu überlegen, wie das einfacher möglich werden kann, wie gerade auch die Kommunen, Herr Würzen hat es angesprochen, da mehr Mittel in die Hand bekommen. Ich glaube, da wäre tatsächlich auch der Austausch zwischen der Wirtschaft, zwischen den Kommunen und der Bundespolitik sehr sinnvoll, damit wir gemeinsam überlegen, welche gesetzlichen Grundlagen braucht es denn, um hier flexibler zu werden, um hier mehr auf die Praxis einzugehen und das am Ende auch möglich zu machen, dass wir aufstocken, dass wir Bürogebäude umbauen, dass wir Flächen, die gerade nicht wirklich genutzt werden, nutzen. Und dann findet man vielleicht auch in Berlin in Zukunft nochmal leichter eine Wohnung, auch ohne solche Tweets. Okay, wunderbar. Diese Wohnungen, das funktioniert, ganz kurz noch dazu, zu dem Punkt, weil sonst würde ich nämlich gerne zum nächsten Punkt kommen und dann können wir alle nochmal hier sprechen, weil das alles funktioniert ja nur, ob es Aufstockung ist oder Neubau auf der Fläche, wenn jemand es baut, wenn eben Männer und Frauen wirklich Hand anlegen und es bauen. Und wir wissen alle, dass das Thema Fachkräftemangel uns alle beschäftigt. Jeder, der einen Handwerker sucht, der nur eine Lampe installieren will, der hat es schon schwierig. Aber bei einem ganzen Haus wird es natürlich noch mal schwieriger und die Anforderungen an den Bau mit viel Technik werden ja auch immer höher. Wir schauen mal Faktencheck, Baukapazitäten, Manpower. Der Wohnungsbau läuft unter Volllast. Schon jetzt fehlen Fachkräfte. Mehr Umbau und mehr Modernisierung, das bedeutet vor allem auch mehr Kapazitäten, mehr Manpower. Die AG in Kiel erwartet, dass sich das Bauhandwerk für Umbau und Modernisierung bis zu 1,5-mal so stark aufstellen muss. Bei Architekten und Ingenieuren sogar bis zu 70%. Also, der Bau braucht mehr Profis, mehr Azubis fürs Bauhandwerk und Bauindustrie. Mehr Fachkräfte aus dem Ausland, mehr Ausbildungskapazität an den Hochschulen. Und die Bauwirtschaft braucht vor allem eines: politisch verlässliche Rahmenbedingungen bei den Förderungen für den Wohnungsbau. Und damit eine Perspektive, eine verlässliche Bank, um Personal und Produktionskapazitäten aufbauen zu können. Also das, was es lange nicht gab: Planungssicherheit für die,
die auf dem Bau arbeiten und die sich für den Bau entscheiden. Gibt's die jetzt? Schafft man es, dass mehr Menschen ja wieder den Weg zum Baugewerbe finden und sagen, das ist hier meine Zukunft und da mache ich was Sinnvolles? Also ich glaube, dass aus diesem Sektor ja wirklich von fast allen Akteuren sehr, sehr viel getan wird. Und dass wir das, was eben in dem Film gesagt worden ist, schlicht annehmen müssen. Also das heißt zum Beispiel an den Hochschulen und Universitäten das auszubauen, was da ist. Herr Dürr hat vorhin zu Recht darauf hingewiesen, dass wir eine solide Zuwanderung brauchen in Deutschland, gerade auch wegen des Baugewerbes, das ist sehr wichtig. Aber das ist eine Herausforderung, der sich alle stellen müssen. Da ist ja auch, wenn ich das richtig sehe, im Koalitionsvertrag was aufgeschrieben. Das ist alles in Ordnung, da müssen wir machen. Aber ich glaube, da sitzen die Akteure eben an anderer Stelle. Das sind weniger die Politiker. Wir können uns das wünschen, wir können unterstützen. Fakt ist, dass die derzeitige Situation gerade im Handwerksbereich natürlich eine schwierige ist. Das Sie ist können so. Aber auch, Sie können ja auch einen Wunsch an die Verbände richten. Ja, na, also Da kann ich nur sagen, wenn Sie Wünsche haben, sagen Sie uns die, wir drängen die Ampel, aber ich glaube, Sie wissen da besser Bescheid als wir alle, was notwendig ist. Ich sage das nochmal. Das möchte ich sehen, wenn du im Bundestag die Wünsche der Bauwirtschaft vorträgst am Pult. Also habe ich ehrlich gesagt überhaupt kein Problem mit. Ich habe schon ganz andere Wünsche vorgeschlagen, auch beim Innenminister. Also ich bin da relativ schmerzfrei. Also ich glaube, an vielen Stellen müssen wir auch das zur Kenntnis nehmen, was läuft. Also wir haben das eben, ich will nur noch einen Satz zu dem Aufstocken sagen. Also bei den großen Ketten gibt es überall inzwischen eigene Abteilungen, die sich nur damit befassen. Also ich will jetzt keine Werbung hier machen. Die machen nur das, wie sie eben ihre Flachbauten jetzt mit Wohnungen und so weiter. Da ist wirklich das Hauptproblem. Habe ich Leute dafür? Mhm. Finde ich irgendeinen Generalunternehmer, der es macht? Das ist das. Und da sitzen da die Herren in der Reihe. Ich glaube, die wissen das in dem Fall besser als wir. Mhm. Politik kann da maximal unterstützen, auch Landespolitik, was Hochschulen und Universitäten betrifft, für die entsprechenden Ausbildungsgänge. Aber da bin ich zuversichtlich, weil die Attraktion ist höher geworden. Ja. Die Attraktion ist höher geworden. Allerdings hat das ja auch manchmal Nachteile. Das ist sozusagen harte Arbeit manchmal draußen, hin und wieder soll es Wind geben, wie gerade in Berlin. Heute tut man besser nicht auf dem Dach rum. Genau. Herr Jung, würden Sie denn sagen, wir brauchen deshalb noch mal viel stärker gezielte Zuwanderung? Also ich würde zunächst mal sagen, dass wir dazu Qualifizierung brauchen, dass wir dazu ein gesellschaftliches Bewusstsein brauchen, dass es einen hohen Wert hat, wenn jemand sich dafür entscheidet, einen Ausbildungsberuf zu ergreifen, Handwerk zu erlernen, im Bau mitzuarbeiten. Klimaschutz braucht Klimawerker. Das ist eine herausragende Zukunftsaufgabe. Und deshalb sollten wir gemeinsam überall, wo wir sprechen, alles dafür tun, dass es viele Menschen gibt, die sich genau dafür entscheiden, auf allen Ebenen. Wir haben ja auch zu wenig Ingenieure. Auch dafür müssen wir werben. Wir sind das Land der Ingenieure, aber dass es auch so bleibt, dass wir insgesamt eine Qualifizierungsoffensive da haben. Das wäre, die erste Antwort. Die zweite Antwort ist, wir haben ja bereits in den letzten Jahren ein Fachkräftezuwanderungsgesetz gemacht, indem wir dort, wo Menschen Qualifikationen haben, bei uns arbeiten, möchten die Voraussetzungen vorliegen, dass es möglich ist, dass das als zweite Säule dazukommt, ist unstreitig. Es muss dann richtig umgesetzt werden. Und ich finde, um nochmal auf die Frage von vorher zurückzukommen, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass Aufstockungen richtig sind und eine effiziente Nutzung der Flächen. Wir haben da vieles gemacht mit dem Baulandmobilisierungsgesetz, die Rolle der Kommunen gestärkt. Da kann man vielleicht noch mehr machen und man muss es dann ganzheitlich betrachten. Wir haben vor dem Supermarkt den Parkplatz. Und wenn wir jetzt über den Ausbau der Photovoltaik sprechen, dann ist eine besonders gute Idee, dafür zu sorgen, dass da unten geparkt wird und oben Photovoltaik entsteht. Das passiert zurzeit fast nirgends, hat auch was zu tun mit den Rahmenbedingungen. Wir haben in Baden-Württemberg ein Programm für Solarparkplätze und ich finde, es ist eine gute Idee, auch auf Bundesebene über sowas nachzudenken, um effizient unsere Ziele zu erreichen. Frau Giffey, Sie wollten gerne dazu was sagen? Ich würde gerne nochmal auch diesen Punkt. Wir reden immer alle ganz viel über Klimawandel und energetische Sanierung, was da alles wichtig ist und so weiter. Und auch heute machen wir das wieder. Ja, wir sind alle auf der Metaebene ein Stück weit.
Wissen Sie, was ich mir mal wünschen würde? Dass hier an einem dieser Pulte ein Zimmermann steht oder jemand, der wirklich Polier auf der Baustelle ist und uns diese Frage auch mit in die Diskussion einbringt. Was muss man eigentlich machen, um die Leute zu gewinnen? Ich bin selber aus einer Handwerkerfamilie. Ich habe einen befreundeten Zimmermann, der erzählte mir das nicht. Ich sage, sag mal, wie sollen das eigentlich alles werden, wenn wir jetzt hier in Holzbau laufen und wenn das so richtig alles losgeht und so, energetische Sanierung. Und dann sagt er mir, naja, weißt du, also meine Auszubildenden, die Hälfte, die ankommt, hat schon mal ein bisschen Probleme mit der Höhe. Also sprich Höhenangst macht sich natürlich schlecht. Ja? Der eine Teil möchte gerne eigentlich lieber YouTuber werden. Auf dem Dach gleichzeitig YouTube ist nicht ganz immer so ungefährlich. Und dann gibt es noch die, die sagen, wo die Eltern vielleicht auch sagen, ah, du weißt ja Handwerk, ah, nee, lass mal. Ne? Studier mal lieber. Studier mal lieber, ja, ist doch besser. Ja? Oder die Leute, die dann so bei meinem Bruder in der Autowerkstatt stehen und sagen, was, 4, 8, 9, 10 Stunden am Tag die Hände dreckig machen? Nee, du, lass mal sein. Da sind wir doch besser woanders dran. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Es wird auch in Schulen zu wenig geworben für Handwerk. So, Berufsorientierung, wenn denn in der Schule alle möglichen Dinge beworben werden, aber Handwerk auch vielleicht noch abgeraten wird, nach dem Motto, ist doch vielleicht doch nicht das Richtige für dich, kannst doch vielleicht mehr. Und das ist ein Problem, wenn wir das Handwerk nicht so schätzen, wie es es verdient hat. Und wenn wir diejenigen, die im Handwerk arbeiten, nie auf offiziellen Podien haben, nie selbst zu Wort kommen lassen und nicht dafür sorgen, dass auch ein junger Mensch, der sich überlegt, was will ich eigentlich machen, jenseits von vielleicht für gutes Klima protestieren. Ja, also ich sag mal, ich frage mich immer, was haben eigentlich die, die jetzt gerade mit den Händen sich auf der Autobahn in Berlin ankleben, für Berufswünsche so? Wollen die Solateur werden, weil sie einen Klimaschutzberuf machen oder wollen sie protestieren? Ich finde Protest, okay. Ich denke mir immer so. Wir nehmen das mal mit für den 14. Wohnungsbautag. Ja, könnte man ja vielleicht. So, nehmen Sie das mal mit. Ich kann Ihnen sagen, ich habe in diesem Jahr mich entschieden, ich mache im Roten Rathaus eine Handwerksmeister- und Gesellenehrung für die besten Handwerker und Gesellen aus Berlin, die vielleicht auch an den internationalen Bauwettbewerben teilnehmen, die in Wien als beste Fliesenleger absteigen, hier zurückkommen. Ich möchte die ehren, ich möchte denen eine Bühne geben, ich möchte, dass die Leute sagen: Donnerwetter, was haben wir für tolle Leute, die im Handwerk arbeiten und die das voranbringen, was wir hier alle politisch wollen. Und nur dann, wenn wir diesen Menschen eine Bühne geben, dann werden auch andere junge Leute sagen, das will ich auch machen, das ist toll. Und da müssen wir einen Stolz zurückgewinnen. Als Instagrammer wahrscheinlich. Ich höre Herr Chen schon, wenn ich es richtig sehe, weil ich sehe Sie hier immer so schlecht. Ja, Herr Chen, Sie wollten noch was sagen, ne? Ja, wir können, glaube ich, das ist wirklich eine gemeinschaftliche Aufgabe von Politik und Handwerkskammer und den Unternehmen, dass wir diese Image-Verbesserung für die berufliche Bildung und fürs Handwerk vornehmen. Das, was Frau Giffey sich vorgenommen hat, macht Hamburg schon. Also die Handwerkskammer macht eine Meisterfeier bei uns im Hamburger Michel. Dort sind dann 1500 Leute und dort werden feierlich die Meisterurkunden übergeben. Es gibt eine Ausbildungsmesse, gemeinsam Handelskammer und Handwerkskammer präsentieren mit der Wirtschaft, mit den Ausbildungsunternehmen und den Verbänden die Perspektiven, die Möglichkeiten in der beruflichen Bildung. Wir brauchen berufliche duale Studiengänge. Das heißt, junge Leute müssen die Möglichkeit haben, einen Beruf zu erlernen, eventuell dann aber auch den Gang in die akademische Berufsentwicklung zu nehmen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, den Imagevorteil, den das Handwerk hat. Handwerk hat goldenen Boden, sagt der Volksmund. Das stimmt tatsächlich. Man kann sehr gut vom Handwerk leben und es gibt viele Möglichkeiten, dass wir diese Imageverbesserung herstellen. Das ist etwas, was zwischen Kammern, der Wirtschaft und der Politik gemeinsam geleistet werden kann. Einen letzten Satz noch, weil ich mich so freue, dass der Jungen der Zuwanderung jetzt so aufgeschlossen gegenübersteht. Wir haben in Hamburg in der Baubranche 20% der Auszubildenden sind Flüchtlinge jetzt. Das sind diejenigen, die nicht hier in der dritten Generation bei uns leben, sondern die im Zusammenhang mit diesen großen Flüchtlingsbewegungen nach Deutschland, nach Hamburg gekommen sind. Dort bedarf es einer guten Integration, einer Sprachbildung, aber auch der Bereitschaft, diesen Menschen eine Bleibeperspektive zu geben. Und da bin ich froh, wenn da jetzt in der Union nicht mehr so ideologisch herangegangen wird, sondern wenn man einen Spurwechsel ermöglicht, wenn man sagt, Leute, die hier sind, die leistungsbereit sind, die wir auch dringend brauchen, und zwar nicht nur in der beruflichen Bildung, wir brauchen ja die Fachkräfte überall. Da ist es gut, wenn wir dort auch, was die Zuwanderung und die Anwerbung angeht,
offen sind, eine internationale Sichtweise bekommen und die Leute dann auch zu uns finden. Okay, vielen Dank, Herr Tschentscher. Für das, was ich gesagt habe, brauchen wir gar keinen Kurswechsel, sondern ich hatte ja auf das verwiesen, was wir gemeinsam in der Großen Koalition umgesetzt haben und dass man das fortsetzen sollte, das ist absolut richtig. Ich würde jetzt ganz zum Schluss von jedem eigentlich nur ein Wort noch gerne hören. Wenn Sie einen Handwerksberuf lernen könnten, Frau Lang, was wäre das? Malerin. Herr Kühnert? Stuckateur. Zimmermann. Fliesenleger. Auf jeden Fall Landschaftsgärtnerin. Herr Würzner, was würden Sie gerne von Handwerk lernen? Ich würde gerne Zimmermann machen. Also alles, was mit Holz zu tun hat. Und bitte noch eine Sache nicht vergessen, wenn wir über Wohnungsbau sprechen. Wir müssen auch über die Regionen immer sprechen, nicht nur über die hochverdichteten Räume. Deshalb waren Sie ja heute hier. Herr Tschentscher, haben Sie noch einen Berufswunsch? Das kam jetzt nicht mehr an. Ich würde gerne Solar- und Energietechnik nehmen. Okay, wunderbar, also ein Zukunftsberuf. Ich würde mal sagen, da ich Zimmermanns Tochter bin, würde ich auch mal gerne noch das Zimmermannshandwerk lernen. Das war erstmal hier die Politik-Arena. Ganz herzlichen Dank Ihnen hier für die Diskussion. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen, fürs Interesse. Und ich komme jetzt hier mal nach vorne, denn wir runden das Ganze natürlich noch ab. Denn so ganz werden Sie jetzt nicht entlassen, ohne noch einmal ein Feedback zu bekommen von den Vertretern der Verbände. Es sind 7 Verbände, 4 Vertreter kommen jetzt hier noch mal dazu, Herr Siebenkotten, Herr Dr. Zapf, Herr Gedaschko und Herr Paklepper, wenn Sie einfach sich noch mal kurz hier hinstellen. Jetzt haben wir über eine Menge gesprochen, Klimaschutz, sozialer Wohnungsbau, all das, Verdichtung, all diese Dinge. Herr Siebenkotten, wenn Sie das jetzt hören, sind Sie zuversichtlich für den 14. Wohnungsbautag, dass wir ein bisschen noch einen Schritt weiter sind? Also ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass der 14. Wohnungsbautag stattfindet. Also ist doch noch nötig. Weil ich davon überzeugt bin, dass er nötig sein wird. Genau, so ist es. Und ich habe heute sehr viele interessante Ansätze gehört, keine Frage. Aber es ist derartig viel umzusetzen, dass das bis zum nächsten Wohnungsbautag bestimmt noch nicht so ganz geklappt hat. Es also notwendig sein wird, noch an der einen oder anderen Stelle nachzubohren. Aber ich fand es insgesamt heute sehr interessant, auch die Vorträge beider Minister. Also das ist sicher gut gelaufen und wenn jetzt das auch noch alles umgesetzt wird, also zum Beispiel das Geld zusammengekratzt wird für die 100.000 Sozialwohnungen, dann kann es aufwärts gehen. Dann könnten wir ja beim 14. Wohnungsbautag sagen, alles erledigt, toll, wir bejubeln uns alle gegenseitig und das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Herr Dr. Zapf, ist das die Möglichkeit? Also wenn Sie das jetzt heute gehört haben, gehen Sie etwas zuversichtlicher jetzt in das nächste Auftragsjahr? Ja, also ich nehme auch mit, dass zumindest mal der Wille da ist und zwar auf allen Ebenen, auch in den Kommunen fand ich das heute gut, Beispiele zu finden, wo wir einfach auch einfacher werden können und auch Gesetze anschauen, dass es schneller geht. Ich glaube, wir haben im Wesentlichen die Themen, dass wir auch Geschwindigkeit aufbauen müssen und da glaube ich, gab es heute doch ein paar Ansätze, dass wir da vielleicht endlich auch mal einen Schritt weiterkommen. Auch in Richtung Digitalisierung zum Beispiel. Ja. Mhm. Herr Gedaschko. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, ja, ist eigentlich ganz, ist auf der richtigen Schiene sozusagen? Also ich mache das seit 10 Jahren und wenn ich die Diskussionsrunden mir vor Augen führe, dann hat man vom Laufe der Jahre her gemerkt, dass das Know-how derjenigen, die jetzt hier stehen, gewachsen ist und dass es wirklich die Auseinandersetzung mit dem Thema viel ernster geworden ist. Und dafür sage ich erstmal herzlichen Dank. Vielleicht noch eine Botschaft. Wir haben ganz viel über Geld geredet. Am liebsten würden wir bauen ohne jegliche Förderung. Wir brauchen aber nur dann eine Förderung, wenn am Ende des Tages unsere Mieter theoretisch sich das nicht mehr leisten können, was wir bauen müssen. Und darum geht es. Und Herr Tschentscher hatte es gesagt, den Investorenblick zu haben und den zu koppeln mit dem Mieterblick. Und dann das Vernünftige auch regulatorisch zu machen. Ich glaube, dann kommen wir ganz gut raus aus der Kiste. Okay, Herr Paklepper. Drei ganz kurze Gedanken. Erstmal, Frau Giffey, vielen Dank. Unser Verband macht dieses Nationalteam Baugewerbe seit Jahren. Und ich glaube, ich gucke mal in die Runde. Ich bringe die nächstes Jahr einfach mal mit, oder? Ja, gute Idee. Ja. Ja. Das klappt nämlich hervorragend, weil die machen den Rücken stark. Wenn ich sage, du sollst Maurer werden, das interessiert die überhaupt nicht. Aber wenn die sagen, du kannst deutscher Meister werden, wir haben im Moment eine Fliesenlegermeisterin, die beste in Deutschland. Wir fahren mit denen jetzt nach Shanghai. Hoffentlich klappt das im Herbst auf die Weltmeisterschaften. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, ich bringe die mit das nächste Mal, oder? Das ist schon mal gut.
mitnehmen würde ich gerne, dass wir in jedem Fall nicht nur trennen zwischen Klimaschutz, energetischer Sanierung, Wirtschaftsministerium, sozialer Wohnungsbau im Bauministerium. Das müssen wir in einem Tisch machen und wirklich sagen, wie kriegen wir das zusammen hin, weil die Mittel sind knapp und die müssen wirklich so angesetzt werden und eingesetzt werden, dass wir möglichst viele Investitionen von Privatleuten wirklich hinbekommen. Letzter Punkt, ich glaube, darüber haben wir zu wenig gesprochen, über Aufstockungen, über Quartiere. Wir müssen uns die Vorschriften angucken. Wir haben einfach einen riesen Haufen an Vorschriften beim Brandschutz, Schallschutz, Trittschutz. Wir müssen uns trauen, das mal zu überprüfen. Wir müssen noch mal schauen, was kann genehmigt werden, was kann schneller genehmigt werden. Da liegt viel Geld auf der Strecke und das könnte auch ein Thema fürs nächste Jahr sein oder bis zum nächsten Jahr, dass wir da wirklich auch günstiger bauen, weil natürlich wird das energetische Bauen ein bisschen teurer und wir müssen gegenhalten. Vielleicht ein bisschen mehr vom Ende denken. Ja. Das will man haben, anstatt von vornherein zu sagen, das sind die Vorschriften, die mich daran hindern. Wäre das das? Ja. Okay, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, meine Herren, ganz herzlichen Dank Ihnen für die Diskussion, ganz herzlichen Dank nach Heidelberg und nach Hamburg und ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse am 13. Wohnungsbautag. Ich hoffe doch sehr, dass wir den 14. Wohnungsbautag wieder so verbringen können, dass Sie alle hier anwesend sind, aber es ist natürlich schön, dass Sie uns auch trotzdem durch die Scheibe hier verfolgt haben und ich hoffe, Sie haben eine Menge interessante Informationen bekommen, denn Wohnen bleibt ja eine große Zukunftsaufgabe. Machen Sie es gut, einen schönen Tag noch. Tschüss. Die Kameras gehen aus. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für 3 Stunden Konzentration auf dieses Thema, dass Sie uns verfolgt haben, dass Sie mit uns diskutiert haben. Der 13. Wohnungsbautag.